Es ist eine lange Geschichte, aber eine, die du noch nie gehört hast. Diese Geschichte handelt von einem Ort, der auf einem Berg wohnt. Ein Ort, an dem schlimme Dinge passieren. Und du denkst vielleicht, dass du über die schlimmen Dinge Bescheid weißt. Du denkst vielleicht, dass du alles verstanden hast, aber das stimmt nicht. Denn die Wahrheit ist schlimmer als Monster oder Menschen. Zuerst war ich bestürzt, als sie mir sagten, dass wir in eine kleine Stadt in den Ozarks ziehen würden. Ich weiß noch, wie ich auf meinen Teller starrte, während meine Schwester einen Wutanfall bekam, wie es sich für eine 14-jährige Musterschülerin gehört. Sie weinte, sie flehte und dann beschimpfte sie meine Eltern. Sie warf eine Schüssel nach meinem Vater und sagte ihm, es sei alles seine Schuld. Meine Mutter sagte Whitney, sie solle sich beruhigen, aber sie stürmte davon und knallte auf dem Weg in ihr Zimmer alle Türen zu. Insgeheim gab ich auch meinem Vater die Schuld. Ich hatte auch das Geflüster gehört, dass mein Vater etwas Falsches getan hatte. Etwas Schlimmes und dass das Sheriff's Department ihn in einen kleinen abgelegenen Bezirk versetzt hatte, um sein Gesicht zu wahren. Meine Eltern wollten nicht, dass ich das wusste, aber ich wusste es. Ich war 9 und brauchte nicht lange, um mich mit dem Gedanken an eine Veränderung anzufreunden. Es war schließlich ein Abenteuer. Neues Haus, neue Schule, neue Freunde. Whitney empfand natürlich das Gegenteil. In ihrem Alter auf eine neue Schule zu gehen, ist schwer, aber von ihrem neuen Freund wegzuziehen, war noch viel schwieriger. Während wir anderen unsere Sachen packten und uns verabschiedeten, schmollte und weinte Whitney und drohte, von zu Hause wegzulaufen. Aber als wir einen Monat später zu unserem neuen Haus in Dries King, Missouri fuhren, saß sie direkt neben mir und schrieb böse SMS auf ihrem Handy. Glücklicherweise zogen wir im Sommer um und ich hatte monatelang Zeit, die Stadt zu erkunden. Als Papa seinen neuen Job im Büro des Sheriffs antrat, fuhr Mom uns durch die Stadt und kommentierte dies und jenes. Die Stadt war viel, viel kleiner als St. Louis, aber auch viel schöner. Es gab keine schlechten Gegenden und die ganze Stadt sah aus wie auf einer Postkarte. Dries King lag in einem Gebirgstal, umgeben von einem gesunden Waldgebiet mit Wanderwegen und kristallklaren Seen. Ich war 9 Jahre alt, es war Sommer und das war der Himmel für mich. Wir wohnten erst seit etwa einer Woche in Dries King, als unsere Nachbarn kamen, um sich vorzustellen. Mr. und Mrs. Landy und ihr 10-jähriger Sohn Kyle. Während unsere Eltern sich unterhielten und Mimosas tranken, beobachtete ich, wie der schlachsige, rothaarige Sohn der Landys in der Tür hing und schüchtern die PS2 im Wohnzimmer beäugte. Spielst du?", fragte ich ihn. Er zuckte mit den Schultern. "Nicht wirklich." "Möchtest du gerne?", sagte ich. "Ich habe gerade Tekken 4 bekommen." Kyle warf einen Blick auf seine Mutter, die gerade ihren dritten Mimosa serviert bekam. "Ja klar, warum nicht?" Und an diesem Nachmittag wurden Kyle und ich mit der Leichtigkeit und Einfachheit unseres Alters beste Freunde. Wir verbrachten die kühlen Sommervormittage draußen, um die Ozarks zu erkunden, und die heißen Nachmittage in meinem Wohnzimmer, um dort PS2 zu spielen. Er machte mich mit dem einzigen anderen Kind in der Nachbarschaft in unserem Alter bekannt, einem dünnen, ruhigen Mädchen namens Kimber DeStaro. Sie war schüchtern, aber freundlich und immer für alles zu haben. Kimber hielt so gut mit uns mit, dass sie bald das dritte Rad auf unserem Dreirad wurde. Da mein Vater ständig auf der Arbeit war, meine Mutter mit ihren neuen Freundschaften beschäftigt war und meine Schwester den ganzen Tag in ihrem Zimmer eingesperrt gewesen ist, stand uns der Sommer zur freien Verfügung. Und wir taten auch das. Kyle und Kimber zeigten mir, wo die besten Wanderwege waren, welche Seen die besten gewesen sind und welche am besten mit dem Fahrrad zu erreichen waren und wo die besten Geschäfte in der Stadt waren. Als im September der erste Schultag anstand, wusste ich, dass ich zu Hause angekommen war. Am letzten Samstag vor Schulbeginn sagten mir Kyle und Kimber, dass sie mich an einen besonderen Ort mitnehmen würden, an dem wir zuvor noch nie gewesen sind. Der Triple Tree. "Was ist ein Triple Tree?", fragte ich. "Das ist total abgefahren. Das ist ein total riesiges Baumhaus draußen im Wald", sagte Kyle aufgeregt. "Pff, egal, Kyle. Komm schon, Leute, wenn es ein verdammtes Baumhaus gäbe, hättet ihr es mir doch schon gezeigt", erwiderte ich. "Nein, das hätten wir nicht", schüttelte Kyle den Kopf. "Es gibt eine Zeremonie für Erstbesucher und so." Kimber nickte eifrig zustimmend. Ihre dunkelorangen Locken hüpften von ihren kleinen Schultern. "Ja, das stimmt, Sam.
Wenn du das Baumhaus ohne die richtige Zeremonie betrittst, verschwindest du und dann stirbst du. Ich verzog das Gesicht. Jetzt wusste ich, dass sie sich über mich lustig machten. Das ist eine Lüge, ihr lügt mich an. Nein, das tun wir nicht, beharrte Kimba. Doch, wir werden es dir zeigen. Wir müssen nur noch ein Messer für die Zeremonie besorgen und dann können wir auch schon los. Was? Wozu braucht ihr ein Messer? Ist es eine Blutzeremonie? Fragte ich sie. Auf keinen Fall, versprach Kimba. Du sagst nur ein paar Worte und ritzt deinen Namen in den Dreifachbaum. Ja, das dauert nur etwa eine Minute, stimmte Kyle zu. Und es ist ein richtig cooles Baumhaus? Fragte ich. Oh ja, versprach Kyle. Okay, dann werde ich es wohl tun. Kyle bestand darauf, das gleiche Messer zu benutzen, das er bei seiner eigenen Zeremonie verwendet hatte. Aber wir bezahlten einen hohen Preis dafür. Mrs. Landy war zufällig mit ihrem jüngsten Sohn Parker zu Hause. Und trotz Kyles vieler Einwände bestand seine Mutter darauf, dass er seinen 6-jährigen Bruder mitnehmen sollte. Mama, wir gehen ins Baumhaus. Das ist nur für ältere Kinder. Parker kann nicht mitkommen. Es ist mir egal, ob du dir einen Exorzisten-Filmmarathon ansiehst. Du nimmst gefälligst deinen Bruder mit. Ich brauche eine Pause, Kyle. Kannst du das nicht verstehen? Und ich bin mir sicher, dass deine Freunde nichts dagegen haben werden. Sie warf Kimba und mir einen herausfordernden Blick zu. Stimmt's oder habe ich recht? Nein, ganz und gar nicht, sagte Kimba und ich nickte zustimmend. Kyle stieß einen lauten, dramatischen Seufzer aus und rief seinen Bruder. Parker, zieh deine Schuhe an, wir gehen jetzt. Ich hatte den jüngsten Landy schon einige Male getroffen und fand, dass er seinem älteren Bruder vom Aussehen her genauso wenig ähnelte wie von der Veranlagung. Während Kyle ein wilder, aufgeregter Feuerball mit entsprechendem Haar war, empfand ich Parker als einen ängstlichen, zappligen Jungen mit kleinen Augen und dunkelbraunem Haar. Wir stiegen auf unsere Fahrräder und machten uns auf den Weg zu einem weniger bekannten Wanderweg, der nur wenige Kilometer entfernt war. Ich hatte schon einmal gefragt, wohin der Weg führte, als wir ihn vor einigen Wochen überquert hatten, und Kyle hatte mir die wenig überzeugende Antwort, nirgendwo Interessantes, gegeben. Wir fuhren zum Trailhead und lehnten unsere Räder an den hölzernen Schildpfosten mit der Aufschrift West Rim Prescott Ore Trail. Warum heißen hier so viele Trails Prescott? Fragte ich. Ist das der Prescott Mountain oder so? Kimba lachte. Nein, Dummkopf, das ist wegen der Prescotts. Du weißt schon, die Familie, die in der Villa oben in Fairmont lebt. Mr. Prescott und sein Sohn Jimmy gehört etwa die Hälfte der Geschäfte in der Stadt. Mehr als die Hälfte, stimmte Kyle ihr zu. Welche? Gehört ihm auch der GameStop? Der einzige Laden in Dry's King, der mir wirklich etwas bedeutet. Das weiß ich nicht. Kyle wickelte ein Schloss um die 4 Fahrräder und klickte den Riegel ein. Dann drehte er die Zahlen auf dem Ziffernblatt. Aber der Eiswarenladen, die Apotheke, Glittens in der 2. und auch die Zeitung. Haben Sie diese Stadt gegründet? Fragte ich neugierig. Nein, der Bergbau hat die Stadt gegründet. Ich glaube, Sie... Ich möchte nach Hause gehen. Parker war so still gewesen, dass ich völlig vergessen hatte, dass er da war. Du kannst nicht jetzt nach Hause gehen, verdrehte Kyle die Augen. Mom hat gesagt, ich muss dich mitnehmen. Jetzt komm schon, es sind nur noch 2 Meilen zu Fuß. Ich will mein Fahrrad nehmen, antwortete Parker. Schade, wir gehen vom Weg ab. Ich will nicht gehen, ich bleibe bei den Rädern. Jetzt sei nicht so ein Weichei. Bin ich nicht. Kyle, sei nett zu ihm, zischte Kimba. Er ist erst 5. Ich bin 6, Parker wandte ein. Tut mir leid, 6. Du bist 6. Kimba lächelte ihn an. Na gut, er kann deine Hand halten, wenn er will, aber er kommt mit. Kyle drehte sich um und ging den Weg hinauf. Parkers Gesicht verzog sich zu einem unwürdigen Stirnrunzeln, aber als die bezaubernde Kimba ihre Hand ausstreckte und mit den Fingern nach ihm wackelte, griff er sie. Kyle hatte recht, es war kein langer Spaziergang, nur eine halbe Meile den Pfad hinunter und dann eine weitere halbe Meile auf einem gut ausgetretenen Pfad den Berg hinauf. Es war allerdings ein steiler Aufstieg und als wir am Baumhaus ankamen, war ich völlig außer Atem. »Was meinst du?« fragte Kyle aufgeregt. »Es ist...« Ich betrachtete den Baum, während ich nach Luft schnappte. »Es ist ziemlich toll«, lächelte ich. Und das war er auch. Sie hatten nicht gelogen. Das Baumhaus war das Größte, das ich je gesehen hatte.
Es hatte mehrere Zimmer und an den Fenstern gab es sogar Vorhänge. Über der Tür hing ein Schild mit der Aufschrift Ambercott Fort und unter der Türschwelle hing eine Strickleiter, an der einige Bretter fehlten. »Ich gehe zuerst hinauf«, brüllte Parker, aber Kimber hielt ihm am Arm fest. »Du musst die Zeremonie zuerst machen, sonst verschwindest du«, erinnerte sie ihn. »Das wäre mir aber auch recht«, brummte Kyle. »Ich wollte unbedingt selbst in die Festung.« »Gib mir das Messer«, ich streckte meine Hand aus. Kyle lächelte und kramte das Springmesser heraus. »Auf der Rückseite ist Platz, um deinen Namen einzuritzen.« Ich klappte das Messer auf und ging um den Baum herum, um eine freie Stelle zu finden. Es waren so viele Namen auf dem Baum, dass ich mich hinunterbeugen und in der Nähe des Bodens suchen musste, da ich nicht höher herankam. Ich entdeckte sowohl Kyles als auch Kimbers Schnitzereien am Baum und fand schließlich eine Stelle, die mir in der Nähe des letzteren gefiel. Ich biss mir auf die Zunge und schnitzte Sam W. in ein leeres Stück Rinde unter jemand anderen. Danach war Parker dran. Er schnitzte in den Baum seinen Namen, Paul S. Parker, aber weil er so viel Mühe hatte, mit dem Messer umzugehen, musste Kyle ihm helfen. »Gut, gehen wir«, sagte ich und lief zur Strickleiter hinüber. »Warte«, schrie Kyle, »du musst erst die Worte sagen.« »Oh, ja, okay. Wie lauten die Worte?« Kimber erzählte sie mir. »Unter dem dreifachen Baum ist ein Mann, der auf mich wartet. Und sollte ich gehen oder sollte ich bleiben, ist mein Schicksal so oder so das gleiche.« »Das ist unheimlich«, sagte ich. »Was soll das bedeuten?« Kimber zuckte mit den Schultern. »Das weiß keiner mehr. Das ist einfach Tradition.« »Okay, kannst du es für mich noch einmal langsamer sagen?« Nachdem Parker und ich das Gedicht aufgesagt hatten, konnten wir loslegen. Ich kletterte zuerst die Strickleiter hinauf und machte mir ein Bild von meiner neuen Umgebung. Das Baumhaus war mehr oder weniger leer. Nur hier und da ein schmutziger Teppich und etwas Müll. Alte Limonadendosen, Bierdosen und Fastfood-Verpackung. Ich ging von Zimmer zu Zimmer. Insgesamt gab es 4 und fand bis auf das letzte nichts wirklich Interessantes. Eine alte Matratze lag in der Ecke und auf dem Boden lagen Stapel muffiger, zerrissener Kleidung. »Hat hier ein Landstreicher gewohnt?«, fragte ich. »Nein, dieser Raum ist schon so, solange ich mich erinnern kann«, sagte Kyle aus dem Türrahmen hinter mir. »Es riecht ziemlich eklig«, sagte ich. Kimber ging bis zur Türschwelle, weigerte sich aber weiterzugehen. »Es ist nicht der Geruch, der mir Angst macht. Es ist das.« Sie zeigte auf die Decke und ich hob den Blick, um zu lesen, was dort geschrieben stand. »Straße zu den Toren der Hölle. Kilometerstein 1. »Was bedeutet das?«, fragte ich die anderen. »Das sind nur ältere Kinder, die blöd sind«, sagte Kyle. »Komm, ich zeig dir den besten Teil des Baumhauses.« Wir gingen zurück in den ersten Raum und Parker sah zu uns auf, lächelte und zeigte auf das, was er ungeschickt in den Holzboden geritzt hatte. »Furz«, las Kyle. »Das ist urkomisch, Parker.« Er verdrehte die Augen, aber sein kleiner Bruder bemerkte den Sarkasmus nicht und lächelte stolz. Kimber setzte sich neben Parker auf den Boden und ich setzte mich auf die andere Seite. Kyle nahm seinem Bruder das Messer ab, ging quer durch den Raum und klemmte die Klinge zwischen 2 Bretter an der Holzwand. Er drückte und das Brett gab nach und öffnete ein kleines geheimes Fach in der Wand. Kyle nahm etwas heraus und schob das Brett wieder zurück, bis es mit den anderen bündig war. »Seht euch das an!« Er drehte sich um und hielt stolz 2 Dosen Miller Light Bier hoch. »Wow«, sagte ich. »Warmes Bier? Das ist ja eklig. Woher wusstest du überhaupt, dass es da war?«, fragte Kimber. »Phil Saunders hat es mir gegeben.« »Werden wir es trinken?«, fragte ich. »Verdammt ja, wir werden es trinken.« Kyle kam und setzte sich in unseren Kreis, öffnete das erste Bier und bot es Kimber an. Sie beäugte es, als wollte er ihr gerade eine schmutzige Windel oder ähnliches reichen. »Komm schon, Kimmy.« »Nenn mich nicht so«, schrie sie ihn an und nahm dann widerstrebend das offene Bier. Sie roch daran und verzog das Gesicht. Dann kniff sie die Nase zu und nahm einen kleinen Schluck. Kimber schauderte. »Das war noch ekliger, als ich es mir vorgestellt habe.« »Ich will keins, das sag ich Mom«, sagte Parker schnell, als das Bier vor ihm an ihm weitergereicht wurde. »Gut, dann bekommst du auch keins«, versprach Kyle, »und du wirst Mom nichts erzählen.«
Ich setzte mein bestes Pokerface auf und nahm einen langen, tiefen Schluck des warmen Bieres, bevor ich die Gelegenheit hatte, daran zu riechen. Das war eine schlechte Entscheidung, und als ich mich übergeben musste, verteilte sich die stinkend gelbe Flüssigkeit über mein ganzes Hemd. Oh Mann, jetzt werde ich nach Bier riechen. Wir verbrachten die nächsten anderthalb Stunden damit, die 2 Dosen Miller Lite zu trinken, und nach einer Weile wurde der Geschmack erträglicher. Ich konnte nicht sagen, ob ich ein Mann wurde oder tatsächlich betrunken war. Ich hoffte ehrlich gesagt, dass es Ersteres gewesen ist. Als der letzte Tropfen des letzten Bieres getrunken war, verbrachten wir 20 Minuten damit, festzustellen, ob wir betrunken waren oder nicht. Kyle versicherte uns, dass er betrunken war, während Kimber sich nicht sicher gewesen ist. Ich glaubte nicht, dass ich betrunken war, aber ich fiel bei allen unseren Tests durch. Kimber war gerade dabei, das Alphabet rückwärts zu rezitieren, als plötzlich ein lautes metallisches Knirschen die ruhige Bergluft wie ein Gewehrschuss durchdrang. Kimber hörte umgehend auf zu sprechen, und wir starrten uns ein paar Minuten lang an und warteten darauf, dass das Geräusch aufhörte. Parker kuschelte sich ganz eng an Kimber und hielt sich die Hände über die Ohren. Nach gefühlten 10 Minuten endete das Geräusch so plötzlich, wie es begonnen hatte. »Was war das?«, fragte ich, und Parker murmelte etwas in Kimbers Sweatshirt. »Wisst ihr, was das war?« Ich versuchte es erneut, als mir keiner antwortete. Kimber starrte auf ihre Füße, überkreuzte sie und stellte sie dann wieder nebeneinander ab. »Und?« »Es ist nichts«, antwortete Kyle schließlich. »Wir hören es manchmal in der Stadt. Es ist keine große Sache. Es ist nur lauter hier oben.« »Aber was ist das für ein Geräusch?« »Boreska«, flüsterte Kimber, ohne die Augen von ihren Füßen zu nehmen. »Wer oder was ist das?«, fragte ich. »Nicht wer, sondern wo«, antwortete Kyle. »Es ist ein Ort.« »Eine andere Stadt?« »Nein, es ist ein Ort in den Wäldern.« »Oh.« »Dort passieren wirklich schlimme Dinge«, sagte Kimber mehr zu sich selbst als zu mir. »Was zum Beispiel?« »Schlimme Dinge«, wiederholte Kimber. »Ja, versuch es bloß nicht zu finden, Alter«, sagte Kyle hinter mir. »Sonst werden dir auch schlimme Dinge passieren.« »Aber was für schlimme Dinge?« Ich drehte mich um. Kyle zuckte mit den Schultern und Kimber stand auf und ging zur Strickleiter hinüber. »Wir sollten besser gehen. Ich muss nach Hause zu meiner Mom«, sagte sie. Wir kletterten einer nach dem anderen die Leiter hinunter und machten uns dann in einer ungewohnten Stille auf den Rückweg zum Ausgangspunkt des Weges. Ich war wahnsinnig neugierig auf Boreska, konnte mich aber nicht entscheiden, ob und was ich sie fragen sollte. »Also, wer wohnt dort?« »Wo?«, fragte Kyle. »Boreska. Dort wohnen die gehäuteten Männer, die Skinned Men, wie wir sie nennen«, antwortete Parker. »Pff«, lachte Kyle, »das glauben auch nur Babys.« »Wie Männer, die gehäutet sind? So als ob ihre Haut weg ist?«, fragte ich aufgeregt. »Ja, das sagen manche Kinder. Die meisten von uns hören aber auf, daran zu glauben, wenn wir zweistellig werden«, sagte Kyle. Ich schaute wieder zu Kimber, die immer noch 9 war wie ich, aber sie starrte den Weg hinunter und ignorierte uns. Das schien das Ende des Gesprächs zu sein, und als wir unsere Fahrräder erreichten, war die Unbehaglichkeit verflogen und wir kicherten und überlegten, ob wir zu betrunken waren, um nach Hause zu radeln. 2 Tage später begann die Schule und ich hatte Boreska völlig vergessen. Als mein Vater an diesem Morgen an den Bordstein fuhr, um mich abzusetzen, verriegelte er die Türen, bevor ich aussteigen konnte. »Nicht so schnell«, lachte er. »Als dein Vater habe ich das Privileg, dich zu umarmen und dir zu sagen, dass du einen schönen ersten Schultag haben sollst.« »Aber Papa, ich muss mich mit Kyle und den anderen vorm ersten Klingeln an der Flagge treffen.« »Das wirst du auch, keine Sorge. Aber umarm mich vorher. In ein paar Jahren wirst du selbst zur Schule fahren. Lass mich dein Vater sein, solange ich noch kann.« »Gut«, sagte ich verärgert und beugte mich vor, um meinen Vater kurz zu umarmen. »Danke. Und jetzt geh zu deinem Freund. Deine Mutter wird hier auf dich warten und dich um 15.40 Uhr abholen.« »Ich weiß, Papa. Warum kann ich nicht wie Whitney mit dem Bus fahren?« »Wenn du 12 bist, kannst du mit dem Bus fahren.« Er lächelte und schloss die Türe auf. »Bis dahin kann ich dich morgens absetzen. Wenn du meinst, dass du dann cooler aussiehst, kannst du auf dem Rücksitz hinter dem Käfig mitfahren.« »Papa, lass es einfach.« Ich riss die Tür seines Wagens auf, bevor er noch etwas sagen konnte, und rannte los, während er hinter mir lachte. Kyle wartete bereits am Flaggenmast auf mich und hatte auch Kimber gefunden.
Kumpel, du hast fast die Glocke verpasst, rief er, als er mich sah. Ich weiß, tut mir leid. In welcher Klasse bist du denn? Fragte Kimber. Sie trug einen roten Pullover und Leggings mit Fröschen drauf. Ihre lockigen, orangefarbenen Haare waren zu Locken gebürstet und ihre Lippen waren rosa und glänzend. Sie hatte noch nie so hübsch ausgesehen und ich stellte überrascht fest, dass ich Kimber nie wirklich als Mädchen gesehen hatte. »Ah, Mr. Diamonds!« »Ich auch«, sagte sie fröhlich. »Glück gehabt«, spottete Kyle. »Ich bin in Mrs. Taverdies. Es gibt nur zwei Lehrer für die vierte Klasse und ich krieg natürlich die Miese.« Kimber schnitt eine Grimasse. »Ja, meine Mutter hatte sie, als sie ein Kind war.« »Was ist denn mit ihr los? Also, was hat deine Mutter gesagt?« »Nur, dass sie sehr streng ist und an den Wochenenden Hausaufgaben verteilt.« »An den Wochenenden? Ach, scheiße!« »Entschuldigen Sie, Mr. Landy?« Ich erkannte sofort den großen Mann, der plötzlich hinter dem bleichgesichtigen Kyle aufgetaucht war. »Sorry, Sir. Ich meinte verdammt und nicht scheiße.« Kimber kicherte. »Da bin ich mir sicher.« Er nickte. »Hi, Sheriff Clary.« Obwohl ich ihn erst ein paar Mal getroffen hatte, mochte ich den Chef meines Vaters und er mochte mich auch. »Hallo, Sammy. Freust du dich auf deinen ersten Tag?« Sheriff Clary verschränkte die Arme vor sich und verbreitete seine Haltung imposant, schenkte mir aber ein breites Lächeln. »Ja, Sir«, sagte ich und fügte dann lahm hinzu, »was machen Sie denn hier?« »Ich halte vor den 5. und 6. Klassen einen Vortrag über die Sicherheit auf dem Schulweg.« »Ja, das macht er jedes Jahr«, murmelte Kyle. »Cool«, lächelte ich. Sheriff Clary nickte mir zu und drehte sich dann um und ging weg. Ich sah mich verwirrt um. »Wo ist Kimber?« »Sie ist abgehauen. Sie ist nervtötend pünktlich zu allem.« Und wie um das zu verdeutlichen, läutete die Glocke. Wir rannten beide die Treppe hinauf und hinein. Ich ging in die Klasse und sah, dass Kimber mir einen Platz ganz hinten neben sich freigehalten hatte. Mr. Diamond, ein kleiner, rundlicher Mann um die 40, nickte mir zu, als ich hereinkam. »Mr. Walker, nehme ich an?« »Ja, das bin ich«, murmelte ich, als ich an ihm vorbei zum Schreibtisch neben Kimber eilte. »Willkommen in der Drysking Grundschule. Für den Rest von euch willkommen zurück. Go Grizzlies!« Die Klasse antwortete mit einem zögerlichen, aber gedämpften »Go Grizzlies!« Kimber stellte mich im Laufe des Vormittags den anderen Kindern in der Klasse vor. Die meisten von ihnen waren nett, wenn auch nicht sonderlich beeindruckt von mir. Sie grüßten mich und fragten, woher ich komme, und die Gespräche endeten meist mit einem unbeeindruckten »Okay«. Eine Gruppe von Mädchen, die in der Nähe des vorderen Bereiches saß, warf den ganzen Morgen über verstohlene Blicke auf uns und kicherte. Ich fragte Kimber, wer sie seien, und sie zuckte nur mit den Schultern. In unserer zweiten Pause kamen sie auf mich zu und sprachen mich an. »Bist du mit Kimber befreundet?«, fragte mich ein großes, dunkelhaariges Mädchen. »Ja«, antwortete ich und schaute zu Kimber hinüber. Sie beobachtete mich nur mit großen Augen. »Bist du mit ihr verwandt?« »Nein.« »Das dachte ich auch nicht, weil du keine orangefarbenen Haare hast.« Ich wusste nicht, was ich auf diese Aussage erwidern sollte. »Du musst nicht mit ihr befreundet sein, weißt du?«, sagte das zweite Mädchen mit dem seltsam runden Gesicht. »Ich weiß, aber ich will mit ihr befreundet sein.« Ein drittes Mädchen hinter den beiden anderen schnaubte. Sie hatte hübsches kastanienbraunes Haar und eine unhöflich hochgezogene Nase. »Nun, wenn du das tust, kommst du in die Gruppe der hässlichen Kinder«, warnte das erste Mädchen. »Wenn du einmal in dieser Gruppe bist, kannst du sie nie wieder verlassen.« »Klingt immer noch besser als die Schlampengruppe«, sagte ich. Grobnase und Rundgesicht keuchten, aber das dunkelhaarige Mädchen lächelte. »Wir werden sehen«, sagte sie, und die drei kehrten in ihre Ecke des Raumes zurück. Ich setzte mich wieder neben Kimber und fühlte mich wie ein harter Hund. Es war das erste Mal, dass ich vor jemand anderem als Kyle ein Schimpfwort benutzt hatte. Was haben sie zu dir gesagt?«, fragte Kimber nervös. »Sie sagten, dass du zu hübsch bist, um in ihrer Nähe zu sein, und dass du sie eklig aussehen lässt, also müssen wir uns von ihnen fernhalten.« »Lügner«, antwortete Kimber, aber ich konnte sehen, dass sie lächelte. Wir trafen Kyle beim Mittagessen in der Cafeteria und er hatte nur Schlechtes über seinen Vormittag zu berichten. Seine neue Klassenlehrerin war alt und gemein. Sie zwang jeden, nach vorne zu kommen und etwas über sich selbst zu erzählen, obwohl die Klasse nur aus 14 Kindern bestand und sich alle untereinander kannten. Als die Glocke zur Pause läutete, ging ich mit Kyle los, um mein Mittagessen wegzuwerfen und stieß mit einem Kind zusammen, das ich noch nie gesehen hatte.
Hey, bist du Sam Walker? Fragte der Junge. Ja. Oh, deine Schwester ist mit meinem Bruder zusammen. Oh Mann, Kyle lachte. Deine Schwester ist mit einem Whittaker zusammen? Ach, halt die Klappe, Kyle, der Junge grummelte ihn an. Sie wird Whitney Whittaker sein. So lustig es auch war, ich konnte nicht anders, als ein wenig überrascht zu sein. Nicht, dass ich darauf geachtet hätte, aber ich hatte Whitney im Sommer nur einmal außerhalb ihres Zimmers gesehen. Wo hat sie ihn denn kennengelernt? Fragte ich den anderen Whittaker-Jungen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei seiner Arbeit. Seinem Job wo? Er arbeitet bei Dry Skin Water. Das ergab für mich keinen Sinn, aber ich tat es mit einem Schulterzucken ab. Ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter Whitney ein paar niedere Aufgaben übertragen hatte, wie das Auto waschen zu lassen und ein paar Versorgungseinrichtungen einzurichten, um sie aus dem Haus zu bekommen. Vielleicht hatte sie ihn einmal getroffen und sie hatten angefangen, sich per SMS zu verabreden. Teenager waren für mich einfach seltsam damals. Der Rest der Schulwoche verlief ähnlich wie die erste. Wir waren schon weit im ersten Monat, als ich hörte, wie jemand wieder die Skinned Man erwähnte. Wir waren draußen auf dem Spielplatz und Kyle und ich versuchten, mit zwei großen Holzspänen ein Feuer zu machen. Ich hatte mir gerade einen Splitter zugezogen, als das ferne Geräusch von Metall, das auf Metall schleift, über den Spielplatz drang und uns alle dort zum Verstummen brachte. Boreska, sagte ich erstaunt. Ja, sagte Phil Saunders. Die Skinned Man töten wieder. Hey, Kyle hat gesagt, dass nur Babys an die Skinned Man glauben. Ich warf Kyle einen anklagenden Blick zu. Das tun sie auch. Phil ist einfach nur dumm. Bin ich nicht? Fragt Danielle, sie scheint es zu sein. Phil Saunders sah sich auf dem Spielplatz um und schrie dann ein blondes Mädchen an, das gerade mit der Hochnäsigen gesprochen hatte. Hey Danielle, komm her! Das blonde Mädchen rollte mit den Augen, kam aber trotzdem herübergehüpft. Was willst du? Ich hab dir doch gesagt, dass Kayla dich nicht mag, Philip. Nein, erzähl ihn von den Skinned Man. Phil deutete auf die Luft um uns herum, die von den metallischen Schaben erfüllt war, das vom Berg herunterkam. Erzähl du es ihnen doch. Nein, du hast sie gesehen. Also erzähl du es ihnen. Ich hab sie nicht gesehen. Paige hat sie gesehen. Oh, sagte Phil und eine unangenehme Stille trat herein. Ihr seid komisch, sagte Danielle, bevor sie ihre Haare ins Gesicht warf und ging. Wer ist Paige? Fragte ich, als sie gegangen war. Ihre Schwester, sagte Phil. Paige ist verschwunden, als wir etwa 5 Jahre alt waren, sagte Kyle. Nachdem sie die Skinned Man gesehen hat, fügte Phil hinzu. Die Geräusche vom Berg hörten abrupt auf und die gedämpfte Atmosphäre auf dem Spielplatz verschwand mit ihnen. Als die Glocke läutete, stellte sich Kyle in der Reihe seiner Klasse auf und da Phil in meiner Klasse war, sorgte ich dafür, dass ich hinter ihm stand. Die Lehrer begannen uns abzuzählen. Hey, was weißt du noch über Boreska? Flüsterte ich ihm zu. Mein Bruder hat gesagt, dass die Leute dorthin gehen, wenn sie verschwinden. Dass sie nach Boreska gehen. Und was passiert mit ihnen? Schlimme Dinge, sagte er und verstummte, als ich ihn fragte, was das zu bedeuten habe. Das Jahr zog sich hin und erst in den Weihnachtsferien hörte ich wieder die Maschine in Boreska. Es war Dezember und es lag eine dicke Schneedecke auf dem Boden, die den Lärm vom Berg noch verstärkte. Ich saß in meinem Zimmer und hörte ein paar Minuten lang zu und versuchte zu verstehen, was an diesem Ort geschah, an dem angeblich diese schlimmen Dinge passieren sollten. Ich sah das Auto meines Vaters vor dem Fenster vorfahren und ging die Treppe hinunter, um ihn zu begrüßen. Als ich an der Tür meiner Schwester vorbeikam, hörte ich sie auf diese nervige Teenager-Art kichern und ich erschauderte. Ich hoffte in diesem Moment inständig, dass Kimber nie so nervig werden würde wie meine Schwester. Papa! Ich rutschte auf dem Treppenabsatz aus, als er gerade die Tür öffnete. Mein Vater stapfte den Schnee von seinen Stiefeln ab und riss die Arme hoch. Sammy, wie viele Jahre ist es her? Er scherzte immer gerne. Es stimmt, ich hatte meinen Vater in letzter Zeit nicht oft gesehen, weil er so viel arbeitete. Was er tat, wusste ich nicht, denn dies war die ruhigste und langweiligste Stadt aller Zeiten. Mama war der Meinung, dass der Sheriff Papa auf seinen Job vorbereitete, da Clary so alt war und Papa hatte ihr nie wirklich zugestimmt oder widersprochen. Immerhin war er erst seit 7 Monaten im Amt und er bezweifelte, dass die Leute im Bezirk ihn wählen würden. Hey Papa, hörst du das?
Dieses Geräusch, das wie eine Maschine klingt. Dieses metallische Schaben. Ja, ich höre es ab und zu in der Stadt. Weißt du, was es ist? Ich habe den Sheriff danach gefragt und er hat mir gesagt, dass das Geräusch von einem Privatgrundstück oben in den Ozarks kommt. Heißt das Grundstück Boreska? Fragte ich ihn schnell. Ich habe keine Ahnung. Boreska? Wo hast du das wieder gehört? Ich zuckte mit den Schultern. Von Kindern in meiner Schule. Das ist kein Grund zur Sorge, Sammy. Wahrscheinlich ist es nur eine Holzfällerausrüstung. Aber der Ort heißt wirklich Boreska. Hast du den Namen schon mal gehört? Nein, das habe ich noch nie gehört. Papa zog seine Stiefel aus, zuckte mit den Schultern und schaute in Richtung Küche. Ich merkte, dass ich seine Aufmerksamkeit langsam verlor. Hast du jemals von den Skinned Man gehört? Fragte ich ihn schnell. Skinned Man? Großer Gott, Sam. Erzählt dir deine Schwester diese Geschichten oder woher hast du das auf einmal? Nein. Aber als ich mich gerade rechtfertigen wollte, hörte er mir schon nicht mehr zu. Whitney! Er schrie die Treppe hinauf. Nein, Papa, Whitney redet nicht einmal mit mir, wiederholte ich. Ich hörte, wie sich oben eine Tür knarrend öffnete und Whitney spähte über das Geländer, das Telefon in der Hand und mit einem ziemlich genervten Gesichtsausdruck. Willst du deinen Bruder erschrecken? Fragte mein Vater sie. Papa, nein, sagte ich ihm wieder. Whitney warf mir einen verräterischen Blick zu. Irr, ernsthaft? Als ob ich meine Zeit damit verschwenden würde. Du erzählst ihm doch nicht etwa Geschichten über Skinned Man. Nein, Papa, ich habe dir doch gesagt, dass ich es in der Schule gehört habe, sagte ich. Whitney deutete mit einer Geste auf mich, als wolle sie sagen, siehst du? Also gut, ihr Kinder müsst anfangen, miteinander auszukommen. Ihr seid doch eine Familie, verdammt nochmal. Whitney verdrehte die Augen und als Papa in die Küche kam, streckte sie mir die Zunge heraus. Sehr erwachsen, rief ich ihr zu, aber sie war schon weg. Ich werde Papa von deinem Freund erzählen. Weihnachten kam und ging bei uns zu Hause überraschend reibungslos über die Bühne. Whitney und ich bekamen alles, was wir uns gewünscht hatten, was für uns tatsächlich eine Premiere war. Die Stadt mag zwar klein sein, aber Papas Gehaltschecks waren deutlich besser als früher. Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien trug ich meinen neuen Rams Parker. Kyle schwärmte davon und Kimber zeigte die blaue Perlenkette, die ihre Mutter ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Kyle und ich taten so, als würden wir uns dafür interessieren, aber es gelang uns nicht wirklich. Kimber wusste es, schien aber froh zu sein, dass wir uns genug Mühe gaben, es vorzutäuschen. Als wir uns von Kyle für den Vormittag verabschiedeten, wurde Kimber plötzlich von der Seite angefahren. Kyle fing sie auf, bevor sie fiel, und ich drehte mich wütend um zu sehen, wie das dunkelhaarige Mädchen, dessen Namen, wie ich erfahren hatte, Phoebe Dranger war, lachend mit dem Mädchen mit dem runden Gesicht von uns wegging. »Ihr seid schlechte Menschen, die schlechte Lebensentscheidungen treffen«, schrie Kyle sie an. »Wenn ich eines Tages euer Boss bin, werde ich euch dazu bringen, Toiletten zu putzen.« »Ja, und wenn Kyle euer Chef ist, wisst ihr, dass ihr Mist gebaut habt«, fügte ich hinzu. Kyle und ich klatschten uns ab und drehten uns zu Kimber um. Aber sie hatte keinen Anteil an unserem Sieg. Sie versuchte, die Tränen in ihrem Gesicht zu verbergen. »Macht ihr nichts aus diesen Mädchen, Kimber. Niemand mag sie.« Die Leute sind nur nett zu ihnen, weil sie mit den Prescotts verwandt sind. Kyle versuchte, ihr verlegen auf die Schulter zu klopfen, aber Kimber wandte sich von ihm ab und lief in die entgegengesetzte Richtung. »Ich hasse diese Mädchen. Ich hasse sie wirklich«, sagte ich. »Ich weiß, sie sind Schlampen«, antwortete Kyle und murmelte das letzte Wort, während er über seine Schulter nach irgendwelchen lauernden Erwachsenen Ausschau hielt. »Ich gehe jetzt besser mal in die Klasse und passe auf, dass sie nicht noch einmal versuchen, mit ihr zu reden.« Heute Morgen ist eine Versammlung. Kein Unterricht bis nach dem Mittagessen. Ernsthaft? Das ist ja der Hammer. Müssen wir vor der Klasse sitzen? Normalerweise nicht, aber wir sollten uns beeilen, damit wir Plätze ganz hinten bekommen, sagte Kyle, als wir losgingen. Wofür ist die Versammlung? Fragte ich ihn. Entweder der oder die Präsentation des Geschichtsvereins. Was ist der? Du weißt schon, D-A-R-E? Wie in »Wage es nicht, Drogen zu nehmen« oder »Du hast Hausarrest, bis du tot bist?« »Oh, dann hoffe ich, dass es sich um Geschichte handelt.« Wir fanden Kimber bereits in der Aula. Sie hatte sich gesammelt und für uns beide Plätze im hinteren Teil des Raumes reserviert. Sie winkte uns herüber, als die aufgeblasene, strenge Lehrerin von Kyle die Bühne betrat. »Hallo, Schüler der vierten Klasse.
Heute Morgen haben wir eine besondere Präsentation von der Historic Preservation Society of Dryskin für euch. Wenn ihr im Laufe des Vortrags Fragen habt, hebt bitte die Hand. Als ob das passieren würde, lachte Kyle. Nun, ich möchte Ihnen Mr. Wyatt Dowding, Mrs. Catherine Scallon und natürlich Mr. James Prescott vorstellen. Was? Jimmy Prescott und nicht sein Vater? Das ist so seltsam, flüsterte Kimber. Kumpel, Thomas Prescott macht diese Präsentation jedes Jahr, seit ungefähr 20 Jahren, sagte Kyle. Das ist definitiv seltsam. Es ist nicht seltsam, flüsterte Mike Sutton hinter uns. Er lehnte sich vor. Tom Prescott ist vor etwa einem Jahr durchgedreht. Letztes Jahr, als meine Schwester hier war, hat er die Präsentation auch nicht gemacht. Ich mag Jimmy Prescott nicht, schüttelte Kimber den Kopf. Er ist mir unheimlich. Sein Vater ist so viel netter. Er ist wie ein Opa. Die Präsentation war langsam und langweilig. Mr. Dowding und Mrs. Scanlon sprachen über die ersten Siedler hier, die Cherokee und den Pfad der Tränen. Sie sprachen über Alexander Dryskins Entdeckung einer Erzader in den Bergen und wie er sich mit seiner Familie hier niederließ, um das Eisen abzubauen und zu veredeln. Dann übernahm James Prescott die Bühne und erzählte die Geschichte der frühen Reise seiner Familie in die Stadt und ihre Rolle bei der Wiederbelebung von Dryskin selbst in den späten 50er Jahren. Der letzte Teil war der interessanteste von allen und ich fand Jimmy Prescott unfehlbar charismatisch und unterhaltsam. Ich war so sehr beschäftigt, über seine Witze zu lachen und an jedem seiner Worte zu hängen, dass ich am Ende seines Vortrags feststellte, dass ich tatsächlich eine ganze Menge gelernt hatte. So viel, dass ich interessiert genug war, um eine Frage zu stellen, was, wie Kyle warnte, sozialer Selbstmord wäre. Mr. Prescott scannte den Raum und beantwortete noch ein paar andere Fragen, bevor er schließlich zu mir nach hinten kam. Ja, Sie da hinten? Mr. Prescott, warum wurde die Mine geschlossen? Was ist passiert? Fragte ich. Sehr gute Frage, junger Mann. Wie sagtest du, war dein Name? Sam. Sam Walker. Ah, ich glaube, ich habe Ihren Vater neulich im Büro des Sheriffs getroffen. Willkommen in Dryskin. Was deine Frage betrifft, so wurden die meisten Minen 1951 nach einer langen Zeit der Unrentabilität geschlossen. Dem Berg war einfach das Eisenerz ausgegangen. Die Mühlen und Raffinerien wurden aufgegeben und die Stadt litt jahrelang. Die Bergleute und ihre Familien zogen weg, die Geschäfte gingen pleite, die Schulen wurden geschlossen und Dryskin wurde zu einer Geisterstadt. Das wäre das Ende gewesen, wenn es nicht hartnäckige Familien wie meine gegeben hätte, die sich weigerten, die Stadt zu verlassen. Wir weigerten uns, die Stadt aufzugeben. Und nach vielen, vielen Jahren harter Arbeit wurde Dryskin zu dem malerischen kleinen Zufluchtsort in den Ozarks, der es heute ist. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich setzte mich wieder hin und Kyle schüttelte den Kopf. Bruder. Die Versammlung litt unter einer weiteren Viertelstunde peinlicher Fragen und Antworten, bis die Lehrerin von Kyle uns schließlich entließ. Wir wurden in die Cafeteria entlassen, wo wir darauf warteten, dass die Schlange für das Mittagessen geöffnet wurde. Kyle, Kimber und ich saßen in unserer üblichen Ecke. Das war so langweilig, jammerte Kyle. Wann kapieren die endlich, dass sich niemand für die Geschichte von Dryskin interessiert? Im Ernst, ich bin dreimal eingeschlafen. Kimber stupste mich an. Sam schien es zu interessieren, stichelte sie. Ich wollte nur etwas über die Minen wissen. Minen sind unheimlich, das ist alles. Ja, aber all unsere Minen wurden ausgesprengt. Man kann nicht mal mehr in sie hineingehen, sagte Kyle. Sie wurden gesprengt? Fragte ich. Kimber nickte. Ein paar Kinder sind gestorben, nachdem sie in die Minen gegangen sind. Also hat die Stadt ein paar kontrollierte Sprengungen zur Implosion der Höhlen ausgelöst. Zumindest hat das meine Mutter gesagt. Aber sie haben es vermasselt und ich habe gehört, dass sie den Grundwasserspiegel in die Luft gejagt oder vergiftet haben oder so. Was? Woher weißt du das? Fragte Kyle. Kimber zuckte mit den Schultern. Ich habe meinen Vater darüber reden hören. Haben Sie C4 oder sowas benutzt? Ich denke schon. Also haben wir alle das Wasser getrunken. Also haben wir alle C4 in unseren Körpern und könnten jeden Moment explodieren? Sagte Kyle aufgeregt. Glaubst du, dass es mit all den vermissten Menschen passiert? Fragte ich ihn. Sie saßen eines Tages einfach da und boom! Ja, Kumpel. Kyle packte mich an den Schultern. Und da kommen die Skinned Men her. Ich machte das internationale Zeichen für Mind Blown und wir lachten hysterisch.
Kimber verdrehte die Augen, aber dann lachte auch sie, als Kyle auf den Boden fiel und so tat, als würde er explodieren. Ich weiß noch, dass ich in diesem Moment dachte, dass ich hier in Dryce gegen Missouri mit diesen beiden Menschen glücklich war. Glücklicher, als ich jemals irgendwo anders gewesen bin. Es war der letzte wirklich glückliche Moment, den ich je hatte. Weniger als eine Stunde später klingelte Mr. Diamonds Telefon und er wechselte ein paar leise Worte mit der Person am anderen Ende, wobei seine Augen immer wieder zu meinem Schreibtisch hin und her wanderten. So war es nicht verwunderlich, dass als er auflegte und mich bat, nach vorne zu kommen, ich dies auch tat. Als ich dort ankam, sagte er mir, dass meine Mutter im Büro auf mich warte und ich für heute nach Hause gehen würde. Ich tauschte einen verwirrten und besorgten Blick mit Kimber aus, packte meinen Rucksack und ging ins Büro. Als ich dort ankam, weinte meine Mutter. Wir fuhren in angespanntem Schweigen nach Hause. Ich hatte zu viel Angst, um zu fragen, was los war. Mama parkte das Auto einen Block vor unserem Haus entfernt, das von mehreren Polizeiautos versperrt war. Als keine Erklärung kam, brach ich das Schweigen selbst. »Ist es Papa?« fragte ich leise und hielt die Tränen zurück. »Nein, Schatz, deinem Papa geht's gut«, flüsterte sie. »Was ist dann passiert?« »Whitney hat es heute Morgen nicht zur Schule geschafft«, brach ihre Stimme über den Namen meiner Schwester. »Oh nein, Mama. Ich glaube, sie hat geschwänzt«, sagte ich schnell. »Ich habe sie heute Morgen weggehen sehen und es war wirklich früh, so um 6. Und sie war mit ihrem Freund unterwegs, Pete Whittaker und dieser junge Taylor.« »Das wissen wir alles, Sam. Aber sie haben es zur Schule geschafft und Whitney war nicht bei ihnen. Sie sagten, sie wolle bei Circle K in der Nähe der Dryce King High vorbeischauen, also ließen sie sie dort zurück. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen.« »Nun, mein Gehirn kämpfte mit einer Erklärung. Vielleicht schwänzt sie.« »Nein, Schatz.« Meine Mutter fuhr mit dem Wagen wieder auf die Straße und fuhr zu unserem Haus und parkte dort hinter einem Polizeiauto. »Die Polizei und auch dein Vater glauben, dass Whitney mit Jay zusammen ist.« »Aber sie hat doch einen neuen Freund hier.« »Wir haben heute Morgen alle ihre Bücher auf dem Boden ihres Zimmers gefunden und die Hälfte ihrer Kleider ist weg. Zusammen mit etwas Bargeld von deinem Vater. Aber im Moment denken wir, dass sie nach St. Louis getrampt ist und dass sie mit Jay dort zusammen ist. Das Büro des Sheriffs versucht gerade, die Eltern des Jungen zu kontaktieren.« »Whitney? Abgehauen?« Jeder, der meine Schwester kannte, wusste, dass sie zu Dramatik und leeren Drohungen neigte. Außerdem war sie mit Chris Whittakers älterem Bruder Pete zusammen. Da war ich mir sicher. Wir gingen die Treppe hinauf und kamen in ein Haus, in dem es nach schalem Kaffee und leisem Gemurmel roch. Ich versuchte mich daran zu erinnern, ob Whitney selbst jemals bestätigt hatte, dass sie mit Pete zusammen war, aber ich konnte mich nicht erinnern. Als wir in der Küche ankamen, sah ich meinen Vater am Tisch sitzen und mit dem Kopf in der Hand auf seine Telefondaten starren. Er sah auf, als ich den Raum betrat und schenkte mir ein schwaches Lächeln. »Hey, Kumpel.« »Papa, ich muss dir was sagen.« Ich spürte eine schwere Hand auf meiner Schulter und drehte mich um, nur um dort einen ernsten Sheriff Clary aufzublicken. »Alles und jedes, was du wissen könntest, mein Sohn, sag es uns, egal wie trivial du es findest.« Ich nickte und setzte mich mit meinem Vater an den Tisch, während meine Mutter dem großen Mann eine Tasse Kaffee reichte. »Bitte sehr, Sheriff«, sagte sie. »Bitte, Mrs. Walker, nennen Sie mich Kilian.« Meine Mutter nickte und zog sich in eine abgedunkelte Ecke zurück, um sich leise mit Sheriff Clarys Frau Grace zu unterhalten. »Was weißt du, Sam?«, fragte mein Vater, während er sein Kinn auf die Hände stützte, als ob ich ihn von seinem Leid erlösen konnte. »Nun, ich habe gehört, dass Whitney einen Freund hat, diesen Pete Whittaker, mit dem sie zusammen ist, und ich habe sie und Taylor Dranger heute Morgen vor mir weggehen sehen.« »Um wie viel Uhr sind sie gegangen?«, fragte der Sheriff. »Ich weiß nicht, so vor 6 Uhr, denke ich.« Er nickte. »Das passt zu den Aussagen von Taylor Dranger und dem Whittaker-Jungen.« Der Kopf meines Vaters sank tiefer in seine Hände und ich wusste, dass ich ihn enttäuscht hatte. »Aber beeilte ich mich? Ich glaube nicht, dass sie nach St. Louis zurückgegangen ist, weil sie mit Pete zusammen war. Und ich glaube nicht, dass sie mit ihrem Freund zu Hause zusammen sein wollte.« »Das verstehe ich, mein Sohn. Aber der Verstand eines Teenagers ist eine komplizierte Sache. Meine Beamten versuchen, die Familie des Freundes in St. Louis zu erreichen.«
Nachdem mein Vater dies sagte, nickte Clary ihm zu. »Warum gehst du nicht auf dein Zimmer und lässt uns arbeiten, Samuel?« Ich blickte überrascht zu ihm auf. »Was? Nein, ich will hier unten bleiben. Ich kann helfen, wirklich.« »Nein, mein Sohn, du kannst nichts mehr tun. Du warst ein guter Bruder, aber jetzt lass uns das regeln.« »Aber ich kann helfen.« »Das hast du bereits.« »Papa!« Mit flehenden Augen schaute ich zu meinem Vater hinüber. »Geh in dein Zimmer, Sam«, sagte er nach einem Moment leiser. Ich sträubte mich. »Papa, jetzt!« Ich war so wütend, dass ich das Einzige tat, was mir einfiel, um meiner Wut Ausdruck zu verleihen. Ich stapfte die Treppe hinauf, knallte die Tür zu und setzte mich dann ungläubig auf mein Bett. Und dann kamen mir die Tränen und ich lag da und fühlte mich hilflos, wertlos und hatte Angst um meine Schwester. Ich dachte an all die Orte, an denen Whitney sein könnte. Hatte sie Angst? War sie allein? War sie tot? Als die Sonne allmählich unterging, stand ich endlich auf und ging meine E-Mails durch. Ich erwartete viele Nachrichten von Kimber und Kyle, aber da war nur eine einzige. Ist sie zum Baumhaus gegangen? Ich starrte fast eine Minute lang auf den Computerbildschirm. Kimbers Worte vom letzten Herbst hallten in meinem Kopf nach. Wenn du das Baumhaus ohne die richtige Zeremonie betrittst, wirst du verschwinden und dann sterben. Ich glaube nicht, dass Whitney an diesem Morgen zu Circle K gegangen war. Und vor allem glaube ich nicht, dass sie aus der Stadt getrampt war. Nichts von dem, was sie da unten sagten, ergab einen Sinn für mich. Und es ergab erst recht keinen Sinn, wenn man meine Schwester kannte. Aber das hier vielleicht schon. Vielleicht war sie mit ihrem Freund zum Baumhaus gegangen, um dort zu knutschen. Und vielleicht hatte er sie dort zurückgelassen. Vielleicht hatte sie sich verirrt oder die... Nun ja, die Skinned Man hatten sie gefunden. Das war der schlimmste Gedanke von allen. Ich brauchte mich nicht herauszuschleichen, denn die Polizei war sowieso zu sehr mit meinen Eltern beschäftigt, um sich um mich zu kümmern. Ich schlich mich mit meinem Fahrrad aus der Garage und fuhr die 3 Meilen bis zum West Rim Prescott Ore Trail. Als ich dort ankam, sah ich 2 Fahrräder, die bereits an den Wegweiser angeschlossen waren, und meine beiden besten Freunde, die neben ihnen im Schnee saßen. »Ich wusste, dass du kommen würdest«, sagte Kyle, als ich mein Fahrrad hochzog, und Kimber rannte auf mich zu, um mich zu umarmen. »Es tut mir so leid, Sam.« Ich hatte wirklich nichts zu sagen an dieser Stelle, und sie drängten mich auch nicht, etwas zu sagen. Kimber nahm meinen Arm und wir fuhren den Weg hinauf. Die Stille zwischen uns war gedehnt, aber angenehm. Wir stapften durch den Schnee und die ganze Zeit suchte ich nach den verräterischen Fußspuren der anderen. Aber der Schnee kam zu schnell. Die Wanderung auf den Berg war anstrengender und nasser als im Herbst. Und als Ambercourt Ford endlich über den Kamm in Sicht kam, war das ein willkommener Anblick. Die Sonne stand schon tief und wir hatten keine Taschenlampen dabei. Ich stürzte, als ich zu dem Baum hinauflief und rief den Namen meiner Schwester in die stille Wildnis hinein. Kyle war direkt hinter mir und sprang eindrucksvoll auf die Strickleiter und kletterte schnell die Bretter hinauf. Ich rief immer wieder Whitneys Namen und wartete darauf, dass Kyle schreien würde, dass er sie gefunden hatte oder dass es wenigstens irgendein Zeichen gab, dass sie dort gewesen ist. Und dann hörte ich, wie Kimber leise meinen Namen sagte, als sie am Triple Tree stand. Ich rannte hinüber und versuchte, ihre Augen zu folgen, um mich zu vergewissern, was ich bereits wusste. Und dann fand ich ihn. Frisch gespitzt, in der Nähe des Spitze, stand auf einmal im Baum ein neuer Name. Whitney W. Mein Atem stockte in meiner Brust und meine Sicht verschwamm vor unwillkommenen Tränen. Und als die Sonne ihren letzten verzweifelten Atemzug tat, bevor sie sich in die Tiefe des Horizonts stürzte, ertönte ein ohrenbetäubender metallischer Wirbel in der Wildnis und ergoss sich den Berghang hinunter. Unter dem Dreifachbaum wartet ein Mann auf mich. Und sollte ich gehen oder bleiben, mein Schicksal ist so oder so das gleiche. Guten Morgen. Die Worte verklangen wieder im Äther und ich erwachte mit einem Schreck. Jimmy Prescott lehnte in der Nähe der Tür an der Wand mit einem amüsierten, aber missbilligenden Ausdruck im Gesicht. Ah, verdammt, tut mir leid, Mr. Prescott. Ich habe Sie nicht reinkommen hören. Wissen Sie, ich habe hier auch gearbeitet, als ich noch ein Kind war. Genau aus diesem Grund habe ich die Klingel an der Tür angebracht. Aber das hat dich wohl nicht geweckt, lachte er. Ich murmelte eine weitere Entschuldigung und ordnete untätig einen Stapel Visitenkarten vor mir. Lange Nacht gehabt? Ja,
Irgendwie, sagte ich zu ihm, obwohl die Antwort gewesen wäre, dass es eine sehr lange Nacht war. Ich hoffe, du warst nicht mit all den anderen minderjährigen Trinkern an den Lagerfeuern. Nein, Sir, natürlich nicht. Ich log ihn an. Gut, wie auch immer. Ich bin nur wegen meines Mittagessens hier. Ich nehme ein Parmesanhähnchen mit Avocado auf Roggenbrot. Ja, Sir. Zufrieden, dass das Gespräch beendet war, ging ich zur Sandwich-Theke hinüber und holte ein Roggenbrot. Jeremy Prescott trat von der Theke zurück und betrachtete untätig die Bilder an der Wand, obwohl er sie schon 1000 Mal gesehen hatte. Die meisten Fotos waren von der Familie Prescott aufgenommen im letzten Jahrhundert. Ich hatte es immer für eine seltsame Einrichtung gehalten, aber schließlich war der Laden auch nach ihnen benannt. »Ist Mira hier?«, fragte Prescott, als ich sein Sandwich einpackte. »Ja, sie ist hinten.« »Ah, ich dachte, sie wäre noch in St. Louis. Wenn du fertig bist, könntest du sie für mich holen?« »Ach, scheiße.« »Ja, Sir, natürlich.« Ich reichte ihm sein Sandwich und ging nach hinten, um Mira zu suchen. Sie war im Büro und tippte wütend auf die Tasten ihres Buchhaltungsrechners. Mira? Jimmy Prescott ist draußen vor der Tür, er will mit dir sprechen. Sie drehte sich um und warf mir einen zweifelnden Blick zu. Hat er gesagt, worüber? Ich schüttelte einfach nur den Kopf. Okay. Du kannst heute nach Hause gehen, Sam, seufzte sie genervt. Aber, bist du sicher? Ich hatte schließlich noch 3 Stunden auf der Uhr. Er ist der einzige Kunde, den wir seit der Eröffnung hatten. Keine Sorge, ich bezahle dich für einen ganzen Tag, Kleiner. Danke, Mira. Viel Glück, denke ich. Ich zuckte verständnisvoll mit den Schultern und sie tätschelte mir den Arm. Ich wusste nicht, wie sie das machte. Mira war vielleicht die am meisten belastete und gestresste Frau in ganz Drysking, aber sie war immer unglaublich freundlich. Sie hatte eine Hoffnungslosigkeit an sich, eine Art Traurigkeit, die sie aber sehr gut verbarg. Ich verließ den Laden durch die Hintertür, damit ich Jimmy Prescott nicht mehr sehen musste. Seine seltsam vergilbten, bernsteinfarbenen Augen machten mich immer etwas nervös. Ganz zu schweigen davon, dass er ein totaler Idiot war. Ich sprang in mein Auto und schrieb Kyle, dass ich Feierabend hatte. Er antwortete sofort und sagte mir, ich solle mich mit ihm treffen. Freudig streifte ich mir die Schürze über den Kopf und legte den Rückwärtsgang ein. Der Crystal Lake war mein Lieblingsort in ganz Drysking. Ich musste fast 1 Meile entfernt parken, weil der See so voll war. Schließlich fand ich Kyle und Kimber, die auf einem Felsen saßen, der über den Strand hinausragte. Kimber sonnte sich in einem blau geblümten Bikini und Kyle trug seine Sonnenbrille, bei der man nicht weiß, wohin seine Augen schauten. »Was habe ich verpasst?«, fragte ich und setzte mich neben Kimber. »Nicht viel«, antwortete sie, streckte sich und setzte sich auf. »Nur mehr Bier.« Sie kramte in der Kühlbox hinter ihr und wollte mir ein Blue Moon reichen. »Nein«, winkte ich ab. »Hast du ein Excedrin?« »Oh, nein, leider nicht.« Kimber zog ihren typischen Tut-mir-leid-Schmollmund. »Okay, dann nehme ich einfach die Sonnenbrille.« Ich hielt Kyle meine Hand hin, der sie entsetzt ansah. »Was? Nein, verpiss dich!« »Ach komm schon, Kyle, gib ihm deine Sonnenbrille. Sam konnte seinen Kater nicht ausschlafen wie wir.« Ich lächelte Kyle an und er presste die Lippen zusammen. Wir wussten beide genau, was ich vorhatte. Kimber streichelte Kyles Arm als Ermutigung. »Bitte?«, fragte sie. »Gut«, sagte er und schob mir seine Blue Blocker zu. Ich zog sie an, lehnte mich zurück und drehte meinen Kopf, um die Mädchen unten am Strand zu beobachten. Phoebe Dranger, das dunkelhaarige Mädchen, lag dort auf einem Handtuch neben dem Mädchen mit dem rundlichen Gesicht und kicherte. Es kam mir immer noch unnatürlich vor, die beiden ohne die Hochnäsige zu sehen. Die drei waren eigentlich unzertrennlich gewesen und hatten so reibungslos zusammengearbeitet wie Zahnräder bei einer Uhr, bis Christy sich in einen College-Jungen verliebt hatte und weggelaufen war. »Warum bist du eigentlich früher von der Arbeit weggekommen?«, fragte Kyle. »Prescott war hier.« »Ugh«, zuckte Kimber zusammen. »Er macht mich total nervös. Er starrt mich schon seit der 5. Klasse an.« »Wenn er dich das nächste Mal anstarrt, sag mir Bescheid, dann hau ich ihm eine runter.« Kyle war schon immer ein Beschützer von Kimber gewesen, aber seit sie zusammen waren, war es noch 10-mal unerträglicher geworden. Kimber zwinkerte ihm zu. »Also, was wollte er, Sam?« »Er wollte mit Mira sprechen, wahrscheinlich über den Sandwichladen.« »Du meinst darüber, dass dort niemand hingeht und das Geschäft schon vor 5 Jahren hätte schließen sollen? Aber das wird es nicht, weil die Prescotts stur und eitel sind?«, antwortete Kyle.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, sie sah ziemlich besorgt aus. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Sandwiches ich im letzten Monat verkauft habe. Autsch, Kimber zog eine Grimasse. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Tracht Prügel beziehen wird. Ich kann den Kerl wirklich nicht leiden. Ich dachte an den schrulligen, gelbäugigen Freak, der die süße kleine Mira anbrüllte, und es brachte wirklich mein Blut zum Kochen. Du hättest mal seinen Vater kennenlernen sollen, schnaubte Kyle. Er war wirklich ein Mistkerl. Sein Vater? Ja, Tom Prescott, sagte Kimber. Die Familie hat ihn in einem Heim ein paar Städte weiter untergebracht. Warum ist er in einem Heim? Ich habe gehört, dass er an Demenz erkrankt ist und die Familie in der Öffentlichkeit blamiert hatte, sagte Kyle. Das habe ich auch gehört. Kimber strich sich ihre langen Locken von der Schulter. Ich habe Tom Prescott immer gemocht. Es war eine ziemlich beschissene Sache, die er getan hat. Hey Kinder! Wir drehten uns gemeinsam um und sahen Phil Saunders hinter uns aus dem Gebüsch stapfen, gefolgt von Mike Sutton. Hier hängen also die coolen Leute ab, hoch über dem Königreich auf dem Pride Rock. Was geht ab, Mike? Sagte Kyle und ignorierte Phil, den er nicht mehr mochte, seit Phil kurz mit Kimber ausgegangen war. Phil wusste entweder nichts von Kyles Gefühlen oder war an ihn nicht interessiert. Das konnte natürlich auch daran liegen, dass Phil die meiste Zeit überstoned war, und das war jetzt gerade auch nicht anders. Sie setzten sich neben uns und Mike bot mir seine Pfeife an. Willst du mal dran ziehen? Ich wollte sie rauchen, und zwar ziemlich dringend. Ich wollte gerade nach ihr greifen, aber Phil schlug meine Hand weg. Vorsicht, Junge! Du willst doch nicht den Sohn des Sheriffs high machen. Verdammt nochmal, Mike. Mike nickte wissend und schob die Pfeife zurück in seine Tasche. Ich runzelte einfach nur die Stirn. Wirklich? Tut mir leid, Sammy. Der einzige Grund, warum ich in deiner Gegenwart rauche, ist, dass heute der Todestag meiner Cousine ist. Und mir ist alles andere scheißegal. Deine Cousine Hannah? Fragte Kimber mit einem mitfühlenden Blick. Ja, sie ist seit 5 Jahren verschwunden. Zu viele Leute verschwinden in diesen Wäldern, Mann, sagte Mike, während er eine Rauchwolke ausatmete. Ja, Mann, nickte Phil. Weißt du, manchmal, wenn ich high bin, kann ich sie alle sehen. Und ich fühle mich, als wüsste ich die Antwort auf das Rätsel, Mann. Als ob ich der Lösung so nahe wäre. Es ist einfach etwas, das ich sehen kann. Als wären sie alle Puzzleteile und in meinem Kopf sehe ich das Puzzle zusammengesetzt. Aber ich kann nicht sagen, was das Bild ist, weißt du? Du bist, glaube ich, verdammt high, Saunders, sagte Kyle. Das sind wir alle, Mann. Wir alle sind es. Jeder in dieser Stadt trinkt das verdammte Kool-Aid. Kimber hob eine Augenbraue zu ihm, sagte aber nichts. Alle außer den Toten. Ich kann sehen, wie sie aussahen, bevor sie unter die Erde kamen. Oder es ist der Bodengrund. Scheiße, ich weiß es nicht, Mann, sagte Mike zu dem Raum vor ihm. Ja, ich sehe all diese Leute. Hannah, Paige, Jason Meatley. Verdammt, ich sehe sogar deine Schwester, Walker. Kyle, von dem ich wusste, dass er das Gespräch auf eine Erwähnung genau dieser Sache hin verfolgt hatte, sprang auf und öffnete den Mund, um Phil anzuschreien. Nein, Whitney Walker ist nach St. Louis abgehauen. Schon vergessen? Sagte Mike. Ich sah, wie Kyle und Kimber einen kurzen Blick austauschten, während ich versuchte, hinter den Blue-Blockern teilnahmslos zu bleiben. Stimmt das, Mann? Fragte Phil, und da war es. Ich wusste, dass Kyle und Kimber sich immer gefragt hatten, was ich über Whitney dachte und ob ich die Erklärung, dass sie und Jay zusammen weggelaufen waren, jemals akzeptiert habe. Sie waren so freundlich, es nicht anzusprechen, aber ich wusste, dass sie wissen wollten, was passiert war und was ich glaubte. Ich liebte sie beide und ich wollte mit ihnen darüber reden, aber ich konnte es einfach nicht. Alle dachten, ich hätte die letzten 7 Jahre damit verbracht, still zu trauern und dass ich den Vorfall hinter mir gelassen hätte. Zumindest hatte ich versucht, ihnen das zu zeigen. Die Wahrheit war, dass ich Whitney nie aufgegeben habe. Ich hatte jahrelang darauf gewartet, dass Jay in den sozialen Medien auftaucht. Und als ich ihn letztes Jahr endlich fand, war ich am Boden zerstört. Ich hatte immer gehofft, dass der offizielle Bericht richtig war und dass Whitney irgendwo weit weg von hier lebte und glücklich mit Jay Bauer war. Aber auf seiner MySpace-Seite war ein erfolgreicher Teenager zu sehen, der immer noch bei seinen Eltern lebte und an seine Ex-Freundin Whitney nicht im geringsten dachte. Als ich meinem Vater die Beweise vorlegte, las er die Seiten, die ich ausgedruckt hatte, und schloss dann die Tür zu seinem Büro, während ich auf der anderen Seite stand. Ich hörte ihn dort drin stundenlang weinen, während ich darauf wartete, dass er den Fall wieder aufrollte und dem Butler County Sheriff Department den Todesstoß versetzte.
Aber es gab keine Gerechtigkeit und wir haben Jay Bauer nie wieder erwähnt. Aus welchem Grund auch immer, ich habe Kyle und Kimber nie etwas davon erzählt. Vielleicht, weil ich befürchtete, sie würden es abtun, wie mein Vater es getan hatte. Oder vielleicht, und das ist wahrscheinlicher, weil ich nicht wollte, dass sie wussten, wie besessen ich von den Boresca und den Skinned Man geworden war. Ich wusste so sicher, wie die Sonne morgen aufgehen würde, dass Whitneys Tod dort geschehen war. Genau wie bei all den anderen, die zum Triple Tree gegangen waren. Ich war mir plötzlich bewusst, dass mich 4 Augenpaare anstarrten. Ja, es ist wahr. Sie ist mit diesem Jay aus unserer Heimatstadt durchgebrannt, antwortete ich. Und das reichte Kyle. Also gut, Leute, im Ernst, er ist der Sohn des Sheriffs. Was glaubt ihr, was passiert, wenn er mit Gras erwischt wird? Der Kleine hat recht. Phil, lass uns abhauen. Ich will hier nicht noch mehr Ärger mit den Bullen, sagte Mike. Später Walker. Kimber, kleiner Mann. Phil stand auf, streifte seine Hose ab und sprang von dem Felsen auf den Sandstrand darunter. Er spritzte Sand auf ein paar Erstsemestermädchen, die kreischend und ihn ein rücksichtsloses Arschloch nannten. Phil zog seinen unsichtbaren Hut vor ihnen und sagte, Ladies, bevor er davonlief. Mike folgte ihm und während ich die beiden den Strand hinuntergehen sah, wurde ich auf das Gespräch hinter mir aufmerksam. Ich habe nicht gesagt, dass ich gehen will. Ich habe gesagt, dass ich gehen muss, sagte Kimber. Es ist erst 2 Uhr und es ist Sonntag. Ich weiß, aber meine Eltern haben sich in letzter Zeit oft gestritten. Und ich möchte meine Mutter nicht zu lange allein lassen. Ich dachte, es geht ihr besser. Ein wenig, aber sie ist immer noch deprimiert, Kyle. Willst du heute bei mir übernachten? Kimbers Stimme sank zu einem Flüstern. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Was? Nein, nein, warte, das habe ich nicht gemeint. Ich würde auf der Couch im Keller schlafen und du hättest mein Zimmer. Es folgte ein sehr unangenehmes Schweigen. Meine Eltern lieben dich, weißt du? Fügte er hinzu. Kimber lachte. Ich weiß. Ich möchte im Moment nur für meine Mutter da sein. Aber danke. Und dann kam das absolut ekelhafte Geräusch, wie sich meine besten Freunde küssten. Daran würde ich mich wohl niemals gewöhnen können. In dem Sinne bin ich auch weg. Ich stand auf und warf den beiden einen beschämenden Blick zu. Ach komm schon, Sam, sei nicht eifersüchtig. Wir werden schon eine Freundin für dich finden, scherzte Kyle. Dabei brauche ich eure Hilfe wirklich nicht, murmelte ich und schaute den Strand hinunter, wo sich Emmeline Adler sonnte. Wir sehen uns dann morgen. Letzte Schulwoche, Kimber schrie mir hinterher, als ich mich zurückzog. Gott sei Dank. Morgen war der letzte Montag des Schuljahres. Und obwohl ich dankbar sein sollte, dass mein zweites Schuljahr zu Ende ging, war ich es nicht. Der Sommer bedeutete keine Ablenkung mehr. Es gab so also mehr Zeit zum Nachdenken und noch mehr Stunden der Langeweile bei Prescott Artisan Sandwiches. Aber ich freute mich aus einem anderen Grund nicht auf morgen. Es war nicht nur Montag, sondern auch Sophomore Ditch Day. Mein Vater hatte schon vor einigen Wochen mitbekommen und mich ermahnt, mit gutem Beispiel voranzugehen und an diesem Tag in der Schule zu sein. Manchmal hasste ich es wirklich, der Sohn eines Polizisten sein zu müssen. Kimber und Kyle waren verständnisvoll und hatten mir angeboten, mein Leid mit mir zu teilen. Ich hatte natürlich zugesagt, sehr zu Kyles Traurigkeit. Wie ich erwartet hatte, wartete mein Vater auf mich, als ich nach Hause kam. Wir unterhielten uns kurz und angespannt über unsere jeweiligen Tage und dann kam er endlich zur Sache. Denk dran, Sammy, wir gehen dieses Jahr hart gegen Schulschwänzer vor. Ich will dich morgen in der Schule sehen. Ja, ich hab's verstanden, Papa. Und ich hoffe, ich muss Kyle auch keinen Strafzettel schreiben. Ich seufzte. Es ist einfach eine Tradition. Sogar die Lehrer unterstützen es irgendwie. Am Freitag haben sie gesagt, es ist mir egal, was sie gesagt haben, Sam. Abgesehen davon, dass ich der Sheriff bin, bin ich auch dein Vater. Und ich will, dass mein Sohn der Schule ist. Ich lachte und schüttelte den Kopf. Was für ein Scherz. Ich kann nicht kontrollieren, was Kyle tut. Schön und gut, aber du konntest kontrollieren, was du tust. Ich sagte nichts und Papa seufzte nur. Es ist fast vorbei, Sam. Wenn du die letzten 5 Tage überstehst, bist du für ein paar Monate mit der Schule fertig. Gut, ich verließ die Küche und beendete damit das Gespräch unhöflich. Ich ging die Treppe hinauf und kam auf dem Weg zu meinem Zimmer an Whitneys Tür vorbei. Das Licht war an und dahinter war es still. Ich wusste, dass meine Mutter darin war. Sie war immer da drin und tat Gott, wer weiß was.
Ich ging in mein Zimmer, schloss die Tür hinter mir und verriegelte sie. Der nächste Tag in der Schule war dann eher peinlich als alles andere. Es gab noch ein paar andere Leute, die nicht geschwänzt hatten, insgesamt vielleicht 10 von uns, und die Blicke, die sie mir zuwarfen, machten deutlich, dass mein Vater der Grund für ihre Anwesenheit gewesen ist. Kimber, die eine tolle Freundin war, ging fröhlich zu ihren Kursen, als wäre es ein ganz normaler Tag. Kyle besuchte alle meine Kurse mit mir. Den Lehrern, die sich auf einen ruhigen Tag gefreut hatten, war das völlig gleichgültig. Kurz vor dem Mittagessen kam ein Beamter an alle Klassenzimmer und verlangte Kopien der Anwesenheitslisten. Papa hatte wirklich nicht gescherzt, dass er dieses Jahr hart durchgreifen würde. Ich würde den ganzen Sommer über von den Leuten beschissen werden. In der Mittagspause gingen Kyle und ich zu meinem Auto, um zu rauchen. Normalerweise wurden wir von Dutzenden von großen Pickups versteckt, aber heute waren wir ungeschützt und so fielen wir sofort auf. Ich stellte das Auto in eine schattige Ecke des Parkplatzes und Kyle holte seine Pfeife heraus. »Hast du Kimber eine SMS geschrieben?«, fragte ich ihn, während er die Pfeife anmachte. »Ja«, sagte er mit zusammengepressten Lippen, während er den Rauch in seine Lungen ließ und ihn dann über ein Armaturenbrett ausblies. »Sie ist um die 4. Stunde nach Hause gegangen. Sie sagte, ihre Mutter hätte sie angerufen und sie wäre nach Hause gefahren, um sich um sie zu kümmern. Ich weiß es nicht, Mann.« »Hasst ihre Mutter dich nicht?«, fragte ich, als ich mit der Schüssel an der Reihe war. »Ja, ich meine, das ist eine ziemlich neue Entwicklung, seit Kimber und ich zusammen sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich schon immer gehasst hat und es vorher nur besser verstecken konnte. Jetzt, wo sie so deprimiert ist und so, ist es ihr halt scheißegal.« Es war schwer, sich vorzustellen, dass jemand Kyle hasst. »Warum kann sich Kimbers Vater nicht um sie kümmern?« »Ich weiß es nicht.« Ich fing wieder an zu rauchen. »Hey Mann, lass uns heute gar nicht erst zurückgehen«, sagte Kyle. »Meinst du?«, fragte ich. »Ja, ich meine, du hast 4 Stunden gemacht. Du warst ein guter Sohn. Und Officer Dick Arsch war schon da und hat die Anwesenheitslisten eingesammelt.« »Dick Arsch? Echt jetzt? Du bist besser als das, Mann.« »Officer Arsch Dick?« »Du bist verdammt gut drauf, Kyle, oder?« »Ernsthaft, Mann, lass uns gehen.« Ich dachte eine Sekunde darüber nach. Kyle hatte recht, ich hatte meine Pflicht als Sohn erfüllt und wenn ich jetzt gehen würde, hätte ich genug Zeit, um vor der Arbeit noch zu GameStop zu gehen. Ach, scheiß drauf. Ich schaltete die Zündung von meinem Wagen ein. Kyle setzte sich in seinem Stuhl auf und kurbelte das Fenster herunter, um den Rauch zu vertreiben. Hey Mann, kannst du mich bei Kimber vorbeibringen? Klar, aber wie willst du nach Hause kommen? Kannst du mich nach der Arbeit zufällig abholen? Was ist, wenn ihre Mutter dich wieder rausschmeißt? Kyle rollte mit den Augen. Das war ein einziges Mal. Warum kann ich dich nicht einfach zu Hause absetzen und du kannst dein eigenes Auto nehmen? Es braucht neue Reifen. Ich kann gerade nicht damit fahren. Neue Reifen, natürlich. Was Kyle wirklich meinte, war, dass seine Versicherung abgelaufen war und er sowieso kein Geld für Benzin hatte. Er hatte sich das Auto letzten Sommer gekauft, nachdem er ein halbes Jahr lang Doppelschichten im Supermarkt geschoben hatte. Es war ein okayes Auto. Neuer, aber ich wusste, dass er es nur wollte, um Kimber zu beeindrucken, was er vehement bestritten hatte. Hatte es geklappt? Meiner Meinung nach nicht. Sie hatten im Herbst angefangen, sich zu treffen, und Kyle hatte seinen Job gekündigt, um mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Kimber schien nicht die Art von Mädchen zu sein, die sich von einem Pontiac beeindrucken lässt, aber Kyle war überzeugt, dass er sie auf diese Weise für sich gewonnen hatte. Ich war mir sicher, dass das Auto ihm nur das nötige Selbstvertrauen gegeben hatte, um sie um ein Date zu bitten. Und nun, da seine Rollen in ihrer Romanze beendet war, stand der Wagen in der Garage des Landy-Hauses und sammelte Staub statt Erinnerung. GameStop hatte nicht, was ich wollte, und Dry's ging Games und Media auch nicht. Da ich sonst nichts anderes zu tun hatte, beschloss ich, früher zur Arbeit zu kommen und zu hoffen, dass Mira mich auch früher gehen lassen würde. Ich parkte vor der Tür und ging hinein, ohne überrascht zu sein, niemanden am Schalter zu sehen. Wir arbeiten nur zu dritt in dem Laden und leider bekam ich das andere Mädchen, Emmeline, nie zu Gesicht, das an den Tagen arbeitete, an denen ich nicht da war. Das war enttäuschend für mich, denn sie war zur Hälfte der Grund, warum ich mich überhaupt dort beworben hatte. Ich ging nach hinten, um Mira zu sagen, dass ich da war und fand sie über ihrem Schreibtisch zusammengesunken auf einem Stapel von Quittungen und Papierkram. Es war nicht ungewöhnlich, Mira auf diese Weise zu finden, aber heute schien etwas anders zu sein. Ich spürte sofort eine Störung in der Macht, aber bevor ich weglaufen konnte, drehte sie sich zu mir um und ich sah, dass es richtig war, zu fliehen.
Mira weinte. Bist du bist du... Es tut mir leid. Es tut mir leid, sagte sie schnell und wischte sich die Augen. Ist es schon 4? Nein, es ist 14.15 Uhr. Ich dachte nur, wenn ich vielleicht früher komme... Ach ja, es ist ein Tag zum Schwänzen. Mira wischte sich über die Augen, nur damit sie sich wieder mit Tränen füllten. Ich verstehe das nicht, Sam. Dieser Laden schreibt rote Zahlen, seit ich ihn leite. Was mache ich denn falsch? Ich weiß es nicht, bot ich lahm an. Der Instinkt zu fliehen war nie stärker in mir gewesen. Niemand kommt hierher, niemals. Und Mr. Prescott weigert sich, mich Schilder aufzustellen zu lassen, um Werbung zu machen. Er sagt, sie seien unansehnlich, aber wie soll ich denn dann Geschäfte machen? Ich brauche diesen Job, Sam. Gott, ich muss einfach... Ich muss wie ein verängstigtes Reh ausgesehen haben, denn als Mira zu mir hinübersah, schien sie sich unmerklich zu sammeln. Geh schon mal nach vorne raus. Ich mache deine Stechkarte fertig. Das brauchte sie mir nicht zweimal zu sagen. Ich mochte Mira wirklich und ich hasste es, sie so zu sehen. An der Front war es auch nicht viel besser. Ich konnte Mira über die veraltete Musikanlage des Ladens weinen hören. Ihr Schluchzen ging von schmerzhaft hörbar zu dumpfendem Wimmern über. Nach einer halben Stunde beschloss ich, dass ich etwas unternehmen musste. Da ich mit den Emotionen einer erwachsenen Frau überhaupt nicht umgehen konnte, beschloss ich, Miras Ehemann Owen anzurufen. Zum Glück war er zu Hause und nahm nach dem zweiten Klingeln ab. »Ich bin gleich da«, sagte er kurz. Ich atmete erleichtert auf, als ich draußen ein Auto vorbeifahren sah, das Han hielt und den großen, kräftigen Owen aussteigen sah. Er kam während einer ruhigen Pause im Zusammenbruch seiner Frau herein. »Es tut mir leid, dass ich Sie zu Hause angerufen habe, Mr. Daly. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun sollte.« »Das ist schon okay, Sam. Du hast das Richtige getan.« Er sah müde aus und ich konnte sehen, dass diese Situation nicht neu für ihn war. »Geht es ihr gut? Ich meine, wird sie wieder gesund?« »Oh, ja«, er nickte. »Wir gehen gerade nur ein paar Dinge durch.« »Oh, Mira sagte, dass der Laden auch bankrott geht.« Ich zuckte zusammen, sobald die Worte aus meinem Mund kamen. »Ja«, Owen fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Das ist ein Teil davon, obwohl ich nicht glaube, dass Jim das zulassen wird. Mira ist mehr aufgeregt wegen...« »Hat Mira dir von ihren Verabredungen erzählt?« »Nein.« »Nun, wir versuchen schon seit Jahren schwanger zu werden. Lange, schmerzhafte Jahre. Es ist einfach so verdammt wichtig für sie, ein Baby zu bekommen. Und du weißt, dass sie mir die Schuld an unserem Problem gibt?« Er ging im Zimmer umher, starrte auf die Bilder und sprach nicht mehr wirklich mit mir, mehr mit sich selbst. »Ich verstehe, warum es ihr wichtig ist. Ich verstehe nur nicht die Besessenheit davon, weißt du? Weil sie die Letzte in ihrer Familie ist vielleicht? Weil sie die letzte McCaskey auf diesem Planeten ist? Ich meine, ist dir überhaupt klar, dass unser Baby kein McCaskey wäre? Es wäre ein Daly. Ich sage dir, Sam, heirate nie eine Frau mit einem verrückten Vater und 4 toten Onkeln. Sie entwickeln diese Besessenheit mit der Abstammung und... 4 tote Onkel? Was? Also, ja, die berühmten... Sie wissen schon, die 4 Brüder, die in den Drys gegen Minen starben. Nun, da blieb nur ihr Vater übrig. Und ihre Eltern waren nur in der Lage, sie zu zeugen. Damit ist sie die letzte McCaskey und die Hoffnung der Familie. Du siehst also, dass das alles meine Schuld ist. Ich schaute ihn ausdruckslos an und er seufzte. Es tut mir leid, Junge. Das sind nicht deine Probleme und sie liegen sowieso weit über deiner Gehaltsklasse. Ich bin in letzter Zeit einfach sehr gestresst. Unsere Fruchtbarkeitsprobleme und Miras absolute Abneigung gegen unsere einzige andere Option, es ist... Aber wie sind sie gestorben? Ich wollte unbedingt über etwas anderes reden. Und die Geschichte von Miras Onkel interessiert mich. Die McCaskey-Jungs? Ich weiß es nicht genau. Sie sind irgendwo auf einem Berg gestorben. Oh, nun, hast du schon mal von den Skinned Men gehört? Skinned Men? Ja. Ich glaube nicht, wenn du mich jetzt so fragst. Und was ist mit Boreska? Owen Daly kniff die Augen zusammen und drückte mit den Fingern auf seine Schläfen. Was? Was hat eine Boreska mit irgendwas zu tun? Owen? Miras Stimme quietschte von der Tür her. Oh, Baby, geht's dir gut? Sam hat mich zu Hause angerufen. Ich will es tun. Du willst? Fragte Owen zweifelnd. Ich habe ihn angerufen.
Sein Blick huschte zu mir hinüber und ich wandte sofort den Blick ab. Ein weiteres Gespräch, an dem ich nicht teilhaben wollte, kam jetzt wahrscheinlich. Sam, warum nimmst du dir für heute nicht einfach frei? Mira und ich werden uns hier um alles kümmern. Okay, murmelte ich und stürmte zur Tür. Als ich in meinem Auto saß und mich auf den Weg machte, rief ich Kyle an. Alter, in dieser Stadt geht eine verdammt merkwürdige Scheiße ab. Was ist passiert? Ich kann es dir am Telefon nicht erklären. Wo bist du gerade? Ich bin bei Kimber. Hast du Feierabend? Ja, ich komm und hol dich ab. Mit bei Kimber meinte Kyle, dass er auf dem Bordstein vor dem Haus saß und wieder vom Grundstück verwiesen wurde. Als ich anhielt, kam Kimber heraus und traf uns am Bordstein. Es tut mir so leid, Kyle, sagte sie. Sie ist heute wirklich wütend. Sie wollte mich nicht einmal aus dem Haus lassen, um bei dir zu sitzen. Ist schon gut, sagte er. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich will nur sicher gehen, dass es dir und deiner Mutter gut geht. Uns geht es gut. Und mein Dad wird bald nach Hause kommen. Schick uns eine SMS, wenn er nach Hause kommt. Dann holen wir dich ab, sagte ich. Ich wünschte, ich könnte, aber ich muss heute Abend bis 19.30 Uhr babysitten. Vielleicht danach? Klar. Kyle und Kimber umarmten sich zum Abschied und dann eilte Kimber zurück in ihr Haus, als es drinnen krachte. Also, was ist hier los? Fragte Kyle und nahm einen Schluck von einer warmen Dr. Pepper, die in meinem Becherhalter stand. Du trägst immer noch deine Schürze, weißt du? Mira hatte einen Zusammenbruch, sagte ich und zog die Schürze aus. Wirklich? Was ist passiert? Ich erzählte Kyle die ganze Geschichte und ging dabei besonders auf die vier Onkel ein. Ja, die McCaskies. Ich habe schon von ihnen gehört. Ich wusste allerdings nicht, dass Mira eine von ihnen ist. Ich dachte, sie wären alle tot. Ja, sie ist die Letzte. Also, glaubst du, dass der Tod der McCaskies etwas mit dem Verschwinden der anderen zu tun hat? Es war schon eine Weile her, dass ich etwas über Boreska gesagt hatte. Und Kyle verschluckte sich ein wenig an der Dr. Pepper. Ich weiß nicht, Mann. Ich meine, vielleicht hat das Verschwinden zur gleichen Zeit begonnen. Wie können wir das herausfinden? Vielleicht bei den Bullen? Es muss doch Polizeiberichte geben, oder? Okay, aber was ist, wenn ich meinen Dad nicht fragen kann? Kyle schüttelte den Kopf. Dann weiß ich es nicht. Was ist mit Akten? Vielleicht die Leute vom Geschichtsverein? Oh ja, sagte er und nickte. Wir könnten es dort versuchen. Sie sind drüben in der Second. Sie teilen sich ein Büro mit Dryskin Arts and Antiques. Ich machte eine Kehrtwende und fuhr zurück in die Stadt. Hey, warum machen wir das? Ich hatte gewusst, dass diese Frage kommen würde. Ich hatte gehofft, selbst mehr Antworten zu haben, bevor ich ihm eine geben muss. Nur Whitney war alles, was ich sagen konnte. Kyle fragte nicht weiter nach. Die Historic Preservation Society of Dryskin befand sich im hinteren Teil des Gebäudes und wir mussten durch den Antiquitätenladen gehen, während der Besitzer, Mr. Dranger, uns misstrauisch beäugte. Am Ende eines kurzen Ganges fanden wir einen kleinen Raum mit zwei zusammengeschobenen Schreibtischen. Einer war leer und der andere war mit Büchern und losen Ordnern vollgestapelt. Wir konnten hören, wie jemand hinter diesen Stapeln saß und tippte. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, räusperte ich mich. Hallo? Eine kleine Frau tauchte hinter dem Schreibtisch auf. Ich erkannte sie als dieselbe Frau, die uns in der 5. Klasse einen Vortrag gehalten hatte. Hallo, was kann ich für euch Jungs tun? Fragte sie und kam auf uns zu, um uns zu begrüßen. Ja, ich habe nur ein paar Fragen zu Dryskins Geschichte, nehme ich an. Oh, toll. Ist das für einen Jahresendbericht? Setzt euch doch, Jungs. Sie deutete auf den leeren Stuhl, der hinter dem anderen Schreibtisch stand. Ich nickte Kyle zu und er setzte sich mit unruhigem Blick. Ja, es geht um einen Aufsatz, den wir schreiben müssen. Hey, ich glaube, du hast uns vor 7 Jahren einen Vortrag gehalten. In der Schule? Oh ja, ich halte diese Vorlesung jedes Jahr mit Mr. Prescott, lächelte sie. Ja, das waren sie und noch ein anderer Typ, so ein Glatzkopf, sagte Kyle und bewegte sich unbehaglich auf dem Holzstuhl. Ja, das war mein Verlobter, Wyatt Dowding. Er ist vor einigen Jahren leider gestorben. Oh, sagte Kyle. Also, Miss Scanlon. Aber Sie können mich auch Catherine nennen, sagte sie. Catherine, versuchte ich. Ich hasste es, Erwachsene beim Vornamen zu nennen. Wir wollen etwas über die McCaskey-Kinder erfahren. Oh, sagte Catherine und schüttelte den Kopf. Das ist ein dunkler Teil der Geschichte. Aber trotzdem Geschichte. Ja, und wann ist das passiert?
Und wie sind sie gestorben?", fügte Kyle hinzu. "Nun, sie sind nicht gestorben. Ich meine, sie sind sicherlich in den Minen umgekommen, aber ihre Leichen wurden nie geborgen. Also kennen wir die Antwort darauf nicht. Ich denke, dass Dehydrierung, Hunger und Erschöpfung sie innerhalb weniger Tage getötet haben, nachdem sie sich dort unten verirrten. Und zu der zweiten Frage, das war 1953, glaube ich? Und die Minen wurden in diesem Jahr geschlossen? Nun, eigentlich wurden die Minen ein Jahr später offiziell geschlossen. Es gab einen großen Rechtsstreit zwischen der Stadt und der Familie Prescott, die die Minen offen lassen wollten, bis die Leichen gefunden waren. Die Stadt gewann und die Minen wurden geschlossen. Moment, warum hat das die Prescott so interessiert? Willst du das nicht aufschreiben?", fragte Catherine. Kyle tippte sich zweimal mit den Fingern an den Kopf. Catherine zuckte mit den Schultern und fuhr fort. Nun, die Prescotts und die McCaskey-Familie waren eng miteinander verwandt. Tom Prescott bezahlte Teams von arbeitslosen Bergarbeitern, die in den Minen nach den Leichen suchten. Die Stadt hatte genug davon, der Berg war instabil und man wollte nicht noch mehr Tote. Die Minen waren schon vor Jahren aufgegeben worden und waren strukturell unsicher. Nachdem die Stadt den Bergungsmannschaften den Zutritt zu den Minen untersagt hatte, begannen Mitglieder der Familie Prescott selbst hinabzusteigen. Schließlich hatte die Stadt genug und ließ die Minen einstürzen. Mit Bomben? Fragte Kyle. Naja, mit Sprengstoff. Und das hat zu dem Zwischenfall geführt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Minen schon ein paar Jahre unrentabel und die Stadt war ziemlich pleite. Sie beauftragten eine nicht gerade seriöse Firma mit der Sprengung der Minen und... Nun ja, als sie den Sprengstoff zündeten, brachen sie versehentlich in den Grundwasserspiegel von Drysking ein. Die Stadt verschuldete sich bei dem Versuch, das Wasser von Schlamm und Eisenerz zu befreien. Erst zwei Jahre später ging es wieder aufwärts, dank der Prescotts, die Dryskings wirklich wiederbelebt haben. Kyles Telefon zirpte und er zog es aus seiner Tasche. Es ist Kimber. Sie will, dass wir vorbeikommen. Okay, danke, Miss Scanlon. Ich meine Catherine. Sicher. Wenn ihr beide noch weitere Fragen haben solltet, könnt ihr gerne wieder vorbeikommen. Wir haben tagsüber fast immer geöffnet oder ihr könnt auch einfach eine E-Mail schicken. Sie kramte in ihrer Jackentasche und zog eine lose Visitenkarte heraus. Sie war zerknittert und hatte einen staubigen Fleck auf der Karte. Danke. Und was hältst du davon? Fragte Kyle, als wir ins Auto stiegen. Ich weiß nicht. Es ist seltsam, nicht wahr? Ich meine, warum sollte es den Prescotts scheißegal sein, ob die Stadt leidet, nachdem sie sich geweigert haben, ihm bei der Suche nach ihrer Familie zu helfen und aktiv gegen sie gearbeitet haben? Vielleicht haben sie vergeben und vergessen, Kyle zuckte mit den Schultern. Sieht Jimmy Prescott für dich wie ein Typ aus, der verzeiht und vergisst? Nein. Und sein Vater ist noch schlimmer. Eben. Vielleicht sollten wir... Biegt hier ab! Tut mir leid, Kimber ist noch beim Babysitten. Sie ist drüben in Amherst. Als wir anhielten, war Kimber im Vorgarten mit zwei kleinen Jungs, die in der Einfahrt spielten. Sie hielt ein schlafendes Baby im Arm und winkte uns zu. Wir parkten in der Einfahrt und sie stellte uns den beiden älteren Kindern vor. Sie grüßten uns schüchtern und rannten dann weg, um ihr Spiel fortzusetzen. Als sie weg waren, erklärten wir Kimber alles, was passiert war, während sie zuhörte und das Baby in ihren Armen hin und her wiegte. Sam hat recht, das macht keinen Sinn. Aber warum interessieren wir uns überhaupt für so etwas, was vor Jahrzehnten passiert ist? Whitney, sagte Kyle, damit ich es nicht tun musste. Ein Anflug von Überraschung ging über Kimbers Gesicht und sie ging hinüber, um das Baby in seinen Laufstall zu legen. Dann kam sie zurück und zog mich in eine ihrer berühmten, super gemütlichen und überhaupt nicht peinlichen Umarmung. Als sie mich losließ, begann sie, auf der Einfahrt herumzulaufen. Okay. Wir glauben also, dass Whitney irgendwie in all das verwickelt ist. Und du hast recht, wenn wir das herausfinden wollen, müssen wir ganz am Anfang anfangen. Phil hat recht, jedes Geheimnis in dieser Stadt ist ein Teil eines größeren Puzzles. Alles hängt zusammen. Sie hielt inne und sah zu uns herüber. Wir müssen also an die Quelle gehen, wenn wir antworten wollen. Ja, das ist keine schlechte Idee, stimmte Kyle zu. Ich weiß, dass er gerne im Hideaway herumhängt und sich mit Ex-Sheriff Cleary betrinkt. Nein, Kyle, nicht Jimmy. Wir suchen seinen Vater. Tom? Er ist so verrückt, dass sie ihn in ein Heim gesteckt haben. Aber er ist das Sprachrohr der Polizei, nicht wahr? Jimmy weiß wahrscheinlich nicht halb so viel wie sein Vater. Aber, während Kyle und Kimber sich stritten, beobachtete ich die Kinder, die sich um den Baum in ihrem Vorgarten jagten.
Es schien etwas in die Rinde geritzt zu sein. Worte, die nicht unähnlich dem Triple Tree in Ambercut Fort waren. Ich war zu weit weg, um zu lesen, was dort stand. Er hat dich, hörte ich den Jüngsten zu seinem Bruder rufen. Der Skintman hat dich erwischt, jetzt musst du sterben. Nein, Peter, ich habe den Baum angefasst. Nein, das hast du nicht. Du bist ein Lügner. Einer von ihnen hat dich erwischt und jetzt musst du den glänzenden Herrn treffen. Nein, das muss ich nicht. Kimba, Josh betrügt. Ich erschauderte und wandte mich von ihnen ab. Wo ist das Irrenhaus? Ich unterbrach sie. Ist es in der Nähe? Es ist kein Irrenhaus. Eher ein Hospiz, schimpfte Kimba. Das Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass er in Golden Elm ist. Das ist in Cape Girardeau. Das ist etwa 40 Minuten entfernt, sagte Kyle und zückte sein Handy. Ich werde die Besuchszeiten für Dienstag überprüfen. Sam, arbeitest du morgen? Ich arbeite jeden Tag, aber ich komme da schon raus, versprach ich. Okay, cool. Lass uns planen, nach der Schule zu gehen. Der folgende Tag zog sich hin wie jeder andere letzte Dienstag des Schuljahres. Die meisten Leute unterhielten sich darüber, was sie an ihrem freien Tag gemacht hatten, oder beschwerten sich darüber, dass ein Polizist bei ihnen zu Hause auftauchte, um ihnen einen Strafzettel zu verpassen, während sie mir mit wenig erfreutem Blick zuwandten. Als die letzte Glocke um 15.30 Uhr läutete, schnappte ich mir meine Tasche und machte mich auf den Weg zu meinem Auto. Kyle und Kimba warteten bereits dort auf mich. Die Fahrt dauerte länger als erwartet, als ich mich in Cape Girardeau verfuhr. Die Stadt war größer als Drysgang und die Straßen waren in keiner Weise planvoll oder logisch angelegt. Als wir in Golden Elm ankamen, hatten wir nur noch 20 Minuten für die Besuchszeit. Wir sind hier, um Mr. Thomas Prescott zu besuchen, sagte Kimber zur Krankenschwester an der Rezeption. Wir überließen ihr das Reden, denn sie hatte einen entwaffnenden, altmodischen Charme, der die Leute in eine freundlichere Stimmung versetzte. Der alte Tom? Wow, er hat seit Weihnachten, als sein Sohn kam, keinen Besuch mehr gehabt. Unterschreiben Sie bitte das Anmeldeformular und nehmen Sie einen Besucheraufkleber. Sie gehören zur Familie? Wissen Sie, wo sein Zimmer ist? Die Krankenschwester zog eine dünne, misstrauische Augenbraue hoch. Es tut mir leid, das wissen wir nicht. Kimber entschuldigte sich. Meine Mutter hat mich gebeten, nach meinem Großonkel zu sehen, während sie für Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist. Ich hätte mehr Informationen von ihr bekommen sollen, aber sie wissen ja, dass man nur so viele Minuten Zeit hat, um zu Hause anzurufen. Oh, natürlich, meine Liebe. Ich hole jemanden, der sie begleitet. Ein Pfleger führte uns zu Tom Prescotts Zimmer, das wir leer vorfanden. Er zeigte den Flur hinunter und sagte, er liest gerne im Sonnenzimmer. Wir gingen den Flur hinunter und fanden einen alten, dünnen Mann, der allein saß und vor sich hin flüsterte. Er saß an einem Tisch vor einem Backgammon-Brett und schob die Schachfiguren hin und her. Tom Prescott? Sagte Kimber und lächelte. Er blickte nicht auf und ich fragte mich, ob er sie überhaupt gehört hatte. Kimber holte tief Luft, um es noch einmal zu versuchen, aber der alte Mann schlug plötzlich mit der Faust auf den Tisch. Ich bin er, verdammt nochmal! Ich bin Mr. Thomas Prescott. Nennen Sie mich nicht Tom. Früher hatten die Kinder der Leute mehr Respekt. Es tut mir leid, Sir. Kimber sagte das sanft, als sie sich auf den Stuhl ihm gegenüber setzte. Ihr Kinder habt keinen Respekt. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Mein Sohn hat es getan. Die Mutter des Jungen hätte ihn auspeitschen sollen, aber sie war weich. Und jetzt rennt er in meiner Stadt herum, verbreitet seine Vulgarität und Respektlosigkeit. Wir entschuldigen uns, Mr. Prescott. Wir wollten nicht respektlos sein. Wir bewundern Sie sehr. Sie sind der Mann, der unsere Stadt zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Daran erinnert sich jeder. Drysgang hat gelitten und die Stadt lag im Sterben und Sie haben es wieder in Ordnung gebracht. Das wissen wir. Ach, ich habe getan, was ich tun musste, brummte der alte Mann. Es war meine Stadt. Das ist sie immer noch. Wer bist du, kleines Mädchen, dass du hierher kommst und etwas anderes behauptest? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kimber wechselte die Taktik. Und was die Frage angeht, wer wir sind die Kinder von Mira McCaskey. Erinnern Sie sich an die McCaskeys? Aha. Du bist also Aidas Enkelin. Das erklärt, warum du nicht dabei bist. Wir tauschten verwirrte Blicke aus. Wir sind genau hier, Mr. Prescott, sagte Kimber. Du weißt, was ich meine, junge Dame. Sie wissen es alle. Sie wissen, dass ich die Stadt gerettet habe, dass es meine Stadt ist. Natürlich hätten sie mich alles machen lassen, was ich wollte, solange das Geld reinkommt. Deshalb ist es meine Stadt. Kommt das Geld immer noch rein?
testete Kimber. Nun, du bist doch hier, oder nicht? Es hat ihnen nicht gefallen, aber sie haben das Geld genommen. Sie wussten es nicht. Sie wussten nicht alles, aber sie ahnten etwas. Und sie müssten damit einverstanden gewesen sein, denn sie wählten Cleary weiter und nahmen weiter das Geld. Prescott nahm ein Pfand in die Hand und fuhr mit dem Finger drüber, während er sprach. Es ist nur ein Pulver, wissen Sie? So unscheinbar. Ein feines, weiches Pulver. Das Pulver weiß nicht, was es ist. Es weiß nicht, dass es schlecht ist. Es sind die Menschen, die sagen, dass es schlecht ist. Aber es musste getan werden. Das weißt du, Ida. Du weißt, dass wir es tun mussten. Kimber hakte sich bei ihm ein. Ich weiß, dass wir es tun mussten. Aber es geht um deinen Sohn. Ich glaube nicht, dass er es richtig macht. Natürlich tut er das nicht. Der ältere Prescott schlug erneut mit der Faust auf den Tisch und zwei Türme purzelten zu Boden. Sie gehören mir. Er hat sie mir weggenommen. Er dachte, er könnte es besser, aber er hat mir meine genommen und mein Erbe ruiniert. Jahrzehntelange Arbeit und jetzt ist alles im Sande verlaufen. Es ist der Staub des zerfallenen Imperiums. Was ist mit den Skinned Men? Fragte ich, ganz gefangen in diesem Moment. Wovon redest du, Junge? Er knurrte. Und das Baumhaus, der Dreifachbaum, was ist das? Wofür ist er? Dreifachbaum? Das habe ich nie genehmigt. Wir haben den dreifachen Preis bezahlt, aber das war nur für kurze Zeit, als es nicht so gut lief. Wir haben nie das Dreifache verlangt. Das ist ein schlechtes Geschäft. Wo ist Bo... Hat mein idiotischer Junge dir das erzählt? Hat er dir das Dreifache dafür geboten? Er ruiniert meine Stadt, nicht wahr? Verdammt, Jimmy! Bring ihn hierher! Ida, hol meinen Jungen ans Telefon. Sag Jimmy, ich will mit ihm reden. Sag ihm, dass ihn immer noch mir gehört. Ida, hol Jimmy ans Telefon! Kimber sprang auf und Kyle schob sie hinter sich her, während der alte Mann sich aufrichtete, groß und imposant. Wir gingen zurück zur Tür, als der Pfleger mit einem missbilligenden Gesichtsausdruck hereinkam und uns hinausscheuchte. Noch lange, nachdem wir es in die Lobby geschafft hatten, hörten wir Tom Prescott nach seinem Sohn rufen. Die Heimfahrt verlief ruhig und ich verbrachte sie damit, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Die gehäuteten Männer, der dreifache Baum, der glänzende Gentleman, das Pulver, diese Dinge schienen blind aus dem Äther gezogen worden zu sein, zufällig und bedeutungslos. Der Schleier über meinen Augen war dick und schwer. Aber ich war Boresca näher als je zuvor. Ich konnte es um mich herum spüren, aber ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es fast berühren, so nah war ich dran, aber ich konnte es doch nicht begreifen. Plötzlich bemerkte ich, dass Kyle von der Straße abbog und ich riss mich aus meinen Überlegungen. Er stellte den Wagen auf Parken und drehte sich um mich auf dem Rücksitz zu betrachten. Geht es hier wirklich um Whitney, Sam? Ja. Kimber sah uns mit besorgten Augen an. Wie kommst du darauf? Die Bullen. Ich meine, sogar dein Vater hat bestätigt, dass Whitney weggelaufen ist. Ich glaube ihnen nicht, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen. Sieh mal, Sam, wir stecken hier ziemlich tief drin. Und ich bin bei jedem Schritt bei dir. Aber ich muss wissen, dass es einen Grund gibt, warum wir das tun. Und Kimber mit hereinzuziehen, ich muss wissen, dass es für dich aus den richtigen Gründen wichtig ist und nicht nur eine Besessenheit. Ich schaute aus dem Fenster und sah, dass er in der Nähe des West Rim Prescott Ore Trailhead angehalten hatte. Es war richtig, dass er sich Sorgen machte und noch mehr, dass er Kimber beschützen wollte. Kyle dachte natürlich darüber nach und ich auch. Das Pulver. Wenn Boresca wirklich große Mengen an Drogen transportierte, wollte ich meine Freunde dann wirklich weiter hineinziehen? Das war wirklich nicht ihr Kampf. Ich liebte diese Leute. Konnte ich wirklich ihre Sicherheit für meine eigenen Kuriositäten und Rachegelüste riskieren? Aber so sehr ich mir auch wünschte, sie gehen lassen zu können, ich wusste, dass ich sie brauchte. Ich muss wissen, was wirklich mit Whitney passiert ist, flüsterte ich. Kyle drehte sich ohne ein Wort um und Kimber legte ihre Hand auf meine. Ich schüttelte meine Hand ab, verschränkte die Arme und entschuldigte mich dann sofort. Kimber lächelte nur auf eine verzeihende Art. Kyle seufzte. Sam. Er wurde von dem durchdringenden Klingeln von Kimbers Telefon unterbrochen. Sie kramte nach ihrem Handy, um es zum Schweigen zu bringen, aber als sie den Namen auf dem Display sah, ging sie schnell ran. Papa? Warte, was? Was meinst du? Papa? Nein, warte, ganz langsam, hallo? Sie nahm das Telefon von ihrem Ohr weg. Meiner Mutter ist etwas passiert. Sie ist im Krankenhaus. Tränen füllten Kimbers weiche grüne Augen.
Kyle legte den Gang ein und fuhr mit quietschendem Motor vom Parkplatz. Wir schafften die 10 Meilen zum Krankenhaus in ebenso vielen Minuten, was auf Landstraßen sträflich schnell war. Kyle hielt den Wagen am Notfalleingang an und Kimber und ich rannten sofort hinein. Dort wartete ein Deputy. Er weigerte sich, Kimbers verzweifelte Fragen zu beantworten, während er uns zu ihrem Vater führte. Als der Hilfs-Sheriff die Tür aufschwang, sah ich meinen Vater neben Kimber stehen und machte mich auf das Allerschlimmste gefasst. Kimbers Vater führte sie in die eine Richtung und mein Vater führte mich in die andere. Bevor er auch nur ein Wort sagen konnte, sah ich, wie Kimber auf der anderen Seite des Raumes zu Boden stürzte. Ich sah meinen Vater hilflos an und er nickte mir verständnisvoll zu und zog mich in eine Umarmung. Wir setzten uns in eine Ecke und ich starrte auf meine Hände, während ich mir leise erklärte, dass Frau Destaro gegen 1 Uhr Lebensmittel einkaufen gegangen war, nach Hause kam, die Lebensmittel einräumte, 2 Lasagnen und einen Hackbraten machte und sie dann in den Gefrierschrank stellte. Dann stieg sie in ihr Auto, fuhr zum Krankenhaus, parkte im Schatten, nahm die Treppe im 7. Stock zum Dach und sprang von dort herunter. Sie lebte lange genug, um sich bei dem Sanitäter zu entschuldigen, der sie gefunden hatte. Ich sah zu, wie Kimber zusammenbrach, als die Leiche ihrer Mutter in die Leichenhalle ein Stockwerk unter uns langsam kalt wurde. Glaubst du, sie gibt sich die Schuld? Ich weiß es nicht, Mann. Wahrscheinlich. Ich streckte mich auf der Sitzlehne meines Chevys aus und zog den Schirm meines Hutes tiefer über die Augen. Aber denkst du, sie ist okay? Ich antwortete ihm nicht. Mir ging es ganz sicher nicht gut, als Whitney starb. Und Kimber stand ihrer Mutter noch näher als ich meiner Schwester. Sie war definitiv nicht in Ordnung, so viel war klar. Sam, ernsthaft, ich drehe hier noch durch. Das ist jetzt schon 2 Tage her. Ich schob meinen Hut aus dem Gesicht und sah zu Kyle hinüber, der zugegebenermaßen ein Wrack war. Seine Augen waren blutunterlaufen, sein Gesicht fahl und sein rotes Haar war fettig. Alter, ihre Mutter hat Selbstmord begangen. Du weißt, wie nahe Kimber ihrer Mutter stand. Sie braucht nur etwas Zeit, aber sie kommt schon damit klar. Sie hat auf keine meiner SMS oder Anrufe geeantwortet. Ich habe ihr ungefähr 9 Sprachnachrichten hinterlassen. Mann, ich glaube, ich werde hier verrückt. Du musst ihr einfach Freiraum geben. Ja, aber sie ist meine... Er konnte es in meiner Gegenwart immer noch nicht aussprechen. Ich sollte mich um sie kümmern. Ich setzte mich auf und zog den Stuhl hinter mir in die Höhe. Hör zu, Kyle, ich weiß, dass du Kimber helfen willst. Und ich will ihr auch helfen, aber sie hat unsere Anrufe nicht beantwortet, war nicht in der Schule und ist nicht zur Tür gekommen, als wir bei ihr zu Hause waren. Sie will uns im Moment nicht sehen und damit müssen wir uns abfinden. Im Moment weiß Kimber, was das Beste für Kimber ist. Was ist mit dem Abschiedsbrief? Denkst du, das hat etwas damit zu tun? Ich seufzte. Wir wissen nicht einmal, ob es einen Brief gab. Kimbers Vater war aufgebracht und durcheinander, als er das sagte, und es ist möglich, dass ich ihn sowieso falsch verstanden habe. Ich habe meinen Vater gefragt und er hat gesagt, dass es keinen Brief gab. Richtig, weil dein Dad so ein Leuchtturm der Wahrheit ist. Ein Blick auf Kyle verriet mir, dass er seine Worte sofort bedauerte. Ich zuckte einfach nur mit den Schultern. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Die Wahrheit war, dass ich wusste, was ich gehört hatte. Mr. Destaro hatte dem Polizisten etwas von einem Brief erzählt, aber das konnte ich Kyle nicht sagen. Nicht jetzt. Er machte sich bereits Sorgen, dass seine Beziehung zu Kimber ein Grund dafür war, dass ihre Mutter so deprimiert gewesen ist. Ich hatte meinen Vater nach dem Brief gefragt, als er nach dieser langen Nacht nach Hause gekommen war. Und er hatte geseufzt, sich müde mit beiden Händen durch die Haare gefahren und gesagt, Sam, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Anne Destaro hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Und das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Während unsere beste Freundin trauerte und unsere Ermittlungen auf Eis lagen, hatten Kyle und ich in einer Art Schwebezustand gelebt. Wir gingen nur sporadisch zur Schule, schwänzten hier und da den Unterricht, verpassten Tests am Jahresende und rauchten mehr Gras, als wir uns beide leisten konnten. Ohne Kimber, die uns in die Schranken wies, waren wir lethargisch, grüblerisch und unverantwortlich. Mir war nie bewusst gewesen, wie sehr ich mich auf sie verließ.
Kyle und ich schwänzten die letzten beiden Stunden des Tages und diskutierten darüber, ob wir am Morgen, am letzten Tag unseres zweiten Schuljahres, überhaupt zur Schule gehen sollten. Schließlich beschlossen wir, zur zweiten Stunde zu erscheinen, was ich auch tat, weil Kimber in Biologie auftauchte. Ich habe sie zuerst gar nicht gesehen. Ich lag mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und hatte die Arme verschränkt, als mir auf einmal eine sanfte Hand auf die Schulter klopfte. Ich drehte mich um und sah sie dort stehen, mit unsicherem und unbehaglichem Blick. Ich schenkte ihr ein halbes Lächeln und zog sie in eine Umarmung. Aber es war keine super gemütliche und überhaupt nicht unangenehme Kimber-Umarmung. Es war eine längere, schwächere Umarmung, in der ich mich so beschützend fühlte, dass ich traurig war, als sie vorbei gewesen ist. »Wie geht's dir, Kay?«, fragte ich sie, als sie mich endlich losließ. Kimber wischte sich eine Träne von der Wange. Mir geht's gut.« Sie schenkte mir ein wackeliges Lächeln und ich wusste, dass es nicht stimmte. Ich umarmte sie noch einmal kurz, als Phoebe Dranger uns einen rotzigen Blick zuwarf. »Hast du Kyle schon gesehen?« »Nein, ich habe nächste Stunde bei ihm.« »Er hat sich Sorgen um dich gemacht.« »Ich weiß«, sagte sie und ließ ihren Blick auf den Boden gleiten. »Die Dinge waren wirklich schwer für mich zu Hause.« »Ist schon okay«, sagte ich. »Wir sind für alles da, was du brauchst.« »Ja, das habe ich gehofft.« »Was immer du brauchst.« Da es der letzte Schultag war, war unser Lehrer, Mr. Founder, nur froh, uns die benoteten Tests zurückzugeben und uns den Rest der Stunde Quatsch machen zu lassen. Kimber sprach über die Vorbereitungen für die Beerdigung am Wochenende und schimpfte mit Kyle und mir, weil wir die Abschlussprüfungen geschwänzt hatten, um uns zu bekiffen. Als die Glocke läutete, konnte ich sehen, dass Kimber sowohl aufgeregt als auch nervös war, Kyle zu sehen. Als wir unsere Taschen zusammenpackten, versicherte ich ihr, dass Kyle nicht böse sei. Er machte sich nur Sorgen um sie. Sie warf sich ihre Tasche über die Schulter, klappte die Kinnlade herunter und nickte. Sie bemühte sich, sich so sehr wie möglich zusammenzureißen. Als Kyle sie am Ende des Flures sah, knallte er seinen Spind zu und ging mit solcher Intensität auf uns zu, dass ich mich fragte, ob er vielleicht doch sauer war. Er drängte sich an einem Dutzend Leute vorbei, ohne sie auch nur anzusehen, und ließ eine neugierige, wenn auch verärgerte Menschenmenge hinter sich. Als er endlich bei uns ankam, warf Kyle seinen Rucksack gegen die Wand und schnappte sich Kimber auf eine Art und Weise, wie man sie in alten Schwarz-Weiß-Filmen sieht. Alle, die das Ganze beobachtet hatten, einschließlich mir, stöhnten unisono auf. Da die meisten Lehrer sich an diesem Tag nicht einmal die Mühe machten, die Anwesenheiten zu kontrollieren, ging ich mit Kimber und Kyle zu Mathematik, wo sie dasselbe Gespräch führten, das Kimber und ich in der letzten Stunde geführt hatten. Gegen Ende der Stunde geriet das Gespräch ins Stocken und wurde unruhig. Kyle und ich tauschten einen Blick über Kimbers Kopf hinweg aus und ich nickte ihm zu. »Kimber«, sagte er leise, »hat deine Mutter einen Brief hinterlassen?« »Was?«, fragte Kimber überrascht. »Ich habe gehört, wie dein Vater von einem Brief gesprochen hat, an dem Tag, an dem Dienstag«, sagte ich. »Oh«. Während wir darauf warteten, dass sie fortfuhr, läutete es zum Mittagessen. Alle verließen den Raum, aber wir drei blieben noch auf unseren Tischen sitzen. »Kimber«, sagte ich schließlich. Sie seufzte traurig und sah zu Kyle hinüber. »Ja.« »Was steht da?«, fragte er nervös. »Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe meinen Vater danach gefragt, als wir nach Hause kamen, und er sagte, ich hätte mich verhört und es gäbe keinen Brief. Er sagte, ich solle niemanden davon erzählen, sonst würde ich die Leute nur verärgern.« »Nun, dann haben wir ihn beide falsch verstanden«, sagte ich, »was eher unwahrscheinlich ist. Ich kenne meinen Vater schon mein ganzes Leben. Und ich weiß, wann er lügt.« Die Leute strömten zur nächsten Stunde herein und warfen Kimber mitleidige Blicke zu. Dass unsere Mittagspause war, packten wir unsere Sachen zusammen und gingen zu meinem Auto, wie wir es immer taten. Ich setzte mich auf den Rücksitz und überließ Kyle und Kimber den Vordersitz. Kimber holte tief Luft und fuhr fort. »Ich weiß, dass mein Vater lügt. Und ich weiß, dass er den Brief hat.« »Bist du dir da ganz sicher?«, fragte Kyle. Ich konnte ihm ansehen, dass er immer noch Angst hatte, dass ein Teil der Schuld auf ihm lastete. »Ja, und ich weiß, dass der Name darin Prescott ist. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es ist.« »Prescott?« Doch irgendwie war ich nicht überrascht. Er war die Achse um alles Schlechte herum.
Woher weißt du, dass Prescott da drin steht? Fragte Kyle. Ich habe meinen Vater einmal gehört, wie er es gelesen hat. Ich glaube, er liest es sogar sehr oft. Er schluchzte und flüsterte die Worte und warf mit Sachen in seinem Büro herum. Mein Vater... Es geht ihm nicht gut. Glaubst du, sie hatte eine Affäre mit Jimmy Prescott? Ich schüttelte den Kopf. Ich denke, du musst über den Tellerrand hinausschauen, Kyle. Ich stimme zu, sagte Kimber und legte die Hände in ihren Schoß. Bei allem, was wir über die Prescotts wissen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier nicht um eine Affäre geht. Es hängt alles irgendwie zusammen, meinst du nicht auch? Mein Vater war die Liebe des Lebens meiner Mutter, aber sie hat nur einen Brief für mich hinterlassen. Ich glaube, dass sie mir irgendwie Unrecht getan hat, nicht ihm. Verstehst du das? Ich glaube, sie hat mir etwas angetan, oder... Vielleicht hat sie es meinetwegen getan. Kimbers Stimme brach beim letzten Satz und Kyle zog sie zu sich heran, küsste sie auf den Kopf und flüsterte ihr Worte zu, die ich nicht hören konnte. Wir müssen also den Brief holen, sagte ich, nachdem ich ihm eine Minute Zeit gegeben hatte. Ja, ich muss ihn unbedingt lesen. Kimbers Stimme war noch wackeliger als vorher. Wir bekommen das hin, aber wie bekommen wir ihn? Fragte ich. Wenn er im Büro ist, müssen wir nur warten, bis ihr Vater nicht zu Hause ist, sagte Kyle, während er aus dem Fenster schaute. Glaubst du, daran habe ich nicht gedacht? Kimber seufzte. Er verlässt nie sein Büro. Nicht seit wir aus dem Krankenhaus zurück sind. Er schläft sogar da drin. Also müssen wir ihn rausholen. Nein, wir müssen mich reinbringen. Morgen ist die Beerdigung meiner Mutter und Hype Drysking wird dort sein, einschließlich meines Vaters natürlich. Ich muss verschwinden, ohne dass er es merkt und nach Hause laufen, damit ich durch das Büro gehen kann. Okay, das klingt relativ einfach, sagte ich. Ohne dass mein Vater es merkt und ich muss bis zum Ende des Gottesdienstes zurück sein. Wir nickten beide, schwiegen aber, weil es so aussah, als würde Kimber abwägen, mehr zu sagen. Mein Vater... Er war sehr kalt. Und ich glaube, er gibt mir die Schuld, sagte Kimber schließlich. Das ist doch Blödsinn, spuckte Kyle. Könnt ihr mir helfen? Auf jeden Fall. Natürlich. Wir verbrachten den Rest der Mittagspause damit, einen Plan zu entwerfen, der weitaus strategischer war, als es die Mission wahrscheinlich brauchte. Kyle und ich würden Mr. Destaro in ein Gespräch verwickeln. Und dann würde Kyle eine SMS von Kimber bekommen, in der sie ihm mitteilte, dass sie im Badezimmer einen Zusammenbruch hatte. Kyle würde gehen, um sie zu trösten. Und sie würden mit meinem Auto zum Haus der Destaros fahren. Ich würde zurückbleiben und ein Auge auf Kimbers Vater haben, während sie weg waren. An diesem Nachmittag ging ich zum ersten Mal seit Montag zur Arbeit. Mira schien viel besser gelaunt zu sein und ließ mich früher nach Hause gehen, da es ein Freitag war. Ich habe allerdings nicht gut geschlafen und bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, um meine Klamotten durchzugehen und etwas Schwarzes zum Anziehen für die Beerdigung zu finden. Mein Vater kam herein, bevor er zur Arbeit ging und fand seinen zerzausten, panischen Teenagersohn vor, der hilflos in Stapeln von schwarzen Kleidern stöberte. Er lächelte mitleidig und führte mich zu seinem eigenen Kleiderschrank. Da mein Vater und ich nicht nur das gleiche Gesicht, sondern auch die gleiche Statur hatten, war es ein leichtes, etwas Passendes zum Anziehen zu finden. Ich bedankte mich bei ihm und er bat mich, dass ich mich für ihn bei Kimber entschuldige, weil er während des Gottesdienstes arbeiten muss und nicht erscheinen kann. Die Beerdigung von Anne Destaro fand in einer Episkopalkirche am anderen Ende der Stadt statt. Ich holte Kyle um 9 Uhr ab und sah, dass er auch einen Anzug seines Vaters trug, der ihm allerdings nicht annähernd so gut passte und er ständig an den Ärmeln zog und die Taille nachstellte. Zum Unglück für Kyle war er viel kleiner als sein Vater. Wir parkten so weit wie möglich von der Kirche entfernt, wo wir hofften, dass niemand ein Auto beim Wegfahren bemerken würde. Als wir die Kirche betraten, sahen wir, dass Kimber nicht viel zu tun hatte. Sie musste nur die Leute überzeugen, dass sie einen Zusammenbruch haben wird. Wir fanden sie im hinteren Teil des Raumes, eingeklemmt in einem Stuhl und eine Pfütze aus gelocktem, orangefarbenem Haar und Tränen. Kyle setzte sich neben sie und zog sie in eine Umarmung. »Mein Gott, Kimber, was ist denn los?« Ich trat ihm auf den Fuß und warf ihn einen Blick zu, der sagte, »Wirklich?« Kyle biss sich auf die Lippe. »Ich meine, ah, scheiße, tut mir leid.« »Es ist niemand hier«, flüsterte Kimber gegen seine Brust.
Meine Mutter ist hier aufgewachsen. Sie hatte hunderte von Freunden in dieser Stadt und niemand ist gekommen. Wir sahen uns um und ich muss zugeben, dass die Beteiligung spärlich war. Ein paar Gruppen von 3 oder 4 Leuten, die zusammenstanden, Kimbas Vater, der auf einem Stuhl gegenüber dem Zimmer seiner Tochter saß und den Kopf in die Hände gestützt hatte, und eine Familie, die ich von Grillpartys in Kimbas Haus wiedererkannte. Ex-Sheriff Clary und seine Frau Grace waren auch da. Sie standen zusammen mit ein paar Hilfs-Sheriffs meines Vaters und unterhielten sich leise in der Ecke. Ich konnte verstehen, warum Kimba so aufgeregt war. Während wir auf den Beginn der Trauerfeier warteten, wurde mir klar, dass ich noch nie auf einer Beerdigung gewesen bin. Ich wünschte, wir hätten eine für meine Schwester gehabt, aber ich wusste, dass sie es nie tun würden, da Whitney rechtlich gesehen noch am Leben war. Der Gedanke, dass sie nie zur Ruhe gebettet wurde, machte mich wirklich traurig. Nur ein paar andere Beerdigungsbesucher strömten herein und der Pastor begann, die Leute für den Gottesdienst auf ihre Plätze zu setzen. Ich sah zum ersten Mal den Sarg auf der Kanzel und war froh, dass er geschlossen war. Dennoch musste ich mich über den einfachen, schmucklosen, fast hässlichen Sarg wundern, der für Kimbas Mutter hier ausgewählt worden war. Ich wusste, dass die Destaros Geld hatten, ziemlich viel sogar. Es war eine interessante, fast beleidigende Wahl. Die arme Kimba. Kyle und ich ließen Kimba aufstehen und gingen zu den Kirchenbänken, aber sie blieb abrupt stehen. »Ich bin bereit«, sagte sie und strich sich die Haare aus dem nassen Gesicht. »Bereit für...« »Zu gehen. Ich kann nicht mehr hier drin sein. Es ist eine Schande für meine Mutter.« Kimba hob den Kopf und verzog das Kinn. Ich kannte diesen Blick und er bedeutete, dass man mit ihr nicht diskutieren konnte. Kyle und ich sahen uns an. Das war nicht der Plan gewesen. Es wäre viel offensichtlicher gewesen, wenn Kimba beim Gottesdienst gefehlt hätte, vor allem bei der geringen Teilnehmerzahl. »Ihr geht rüber zu meinem Dad, was wir geprobt haben. Kyle, ich schicke dir in 30 Sekunden eine SMS. Los!« Kyle nickte und machte sich auf den Weg, und ich wusste, dass wir uns nicht streiten würden. Mr. Destaro war endlich aufgestanden und schaute zögernd zu der für ihn und seiner Tochter reservierten Kirchenbank rüber. »Mr. Destaro«, sagte ich, als wir uns näherten, »es tut mir sehr leid, das mit Ihrer Frau zu hören. Sie war...« »Mist, ich hatte meinen Text vergessen.« »Eine großartige Frau, die eine wunderbare Tochter großgezogen hat«, beendete Kyle. »Ja«, spuckte er aus, »begehen großartige Frauen Selbstmord und lassen ihre wunderbaren Töchter allein auf der Welt zurück?« »Ah, ach scheiße.« »Springen große Frauen von Gebäuden und machen ein Spektakel aus sich und überlassen es ihren Familien, mit der Öffentlichkeit und der Trauer fertig zu werden?« Kyles Telefon zirpte, Gott sei Dank. »Oh, das ist Kimba«, sagte Kyle etwas zu schnell, bevor er die Zeit gehabt hatte, auf sein Handy zu schauen. »Oh Mann, es geht ihr nicht gut. Sie sagt, sie weint und ihr ist schlecht. Ich werde ihr helfen gehen.« »Nein!« Mr. Destaro schrie so plötzlich, dass Kyle sein Handy auf den Boden fallen ließ, wo es mit einem lauten Klirren auf dem Steinboden aufschlug. »Nein, du hilfst meiner Tochter nicht. Du redest nicht einmal mit ihr.« »Er kann gehen.« Und dann zeigte er auf mich. Okay, stotterte ich. Der Plan hatte sich zu sehr verändert. Ich musste irgendwie die Autoschlüssel von Kyle bekommen, ohne gesehen zu werden. Kyle nickte mir zittrig zu und dann setzten er und Mr. Destaro sich hin. Es war offensichtlich, dass Kimbas Vater ein Auge auf Kyle warf. Es würde fast unmöglich sein, die Autoschlüssel von ihm zu bekommen. Ich zog mich in den Schatten im hinteren Teil des Raumes zurück, während der Pfarrer mit dem Gottesdienst begann. Ich schickte Kyle 4-mal eine SMS mit der Bitte um Hilfe, aber er wagte es nicht, sein Telefon zu berühren. Er starrte nur geradeaus und warf alle paar Sekunden einen besorgten Blick auf Frau Destaro. Nach einigen Minuten ging ich zu Kimba, um zu sehen, was sie tun wollte, aber sie war nicht an unserem Treffpunkt an der Hintertür. Der Plan war gescheitert. Ich holte mein Handy heraus und schickte ihr eine SMS. »Wo bist du?« »Kyle ist neben deinem Vater und ich kann die Schlüssel nicht von ihm bekommen.« Ich wartete im Flur und klopfte nervös auf mein Handy. Nach 1 oder 2 Minuten vibrierte es. »Es tut mir leid, ich bin ohne euch gegangen. Ich musste da raus, es tut mir so leid. Ich bin vor Ende des Gottesdienstes zurück, versprochen.« »Oh, scheiße. Pass auf dich auf.«
Es war jetzt unbedingt notwendig, dass ich nicht gesehen wurde. Ich ging auf die Herrentoilette, schloss mich in einer Kabine ein und spielte die längsten 20 Minuten meines Lebens Snake auf meinem Handy. Ich wusste, dass der Gottesdienst nicht mehr lange dauern würde. Also schrieb ich Kimber wieder eine SMS. Bist du auf dem Rückweg? Hast du es gefunden? Ich saß da und wartete, sah zu, wie die Minuten verstrichen. Ich schrieb ihr erneut eine SMS. Ich glaube, der Gottesdienst ist bald zu Ende. Wo bist du? Nach weiteren 7 Minuten ohne Antwort versuchte ich anzurufen, aber es ging nur die verdammte Mailbox ran. Ich versuchte es erneut mit demselben Ergebnis. Ich wurde langsam nervös. Ich wollte es gerade ein drittes Mal versuchen, als 2 Leute ins Bad kamen und mein Handy mit meiner SMS vibrierte. Es war Kyle. Der Gottesdienst war zu Ende. Kimber hat die Schlüssel. Warum seid ihr noch nicht zurück? Habt ihr etwas gefunden? Schrieb er mir. Ich verließ das Bad, ohne mir die Hände zu waschen, und erntete schmutzige Blicke von den Fremden an den Urinalen, als sich die Tür hinter mir schloss. Ich fand Kyle, der aus dem Fenster starrte und nach meinem Auto suchte. Kyle, er sprang auf. Wo ist Kimber? Was habt ihr gefunden? Ich weiß es nicht, sie ist ohne mich gegangen. Was zum Teufel, warum? Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Kyle. Sie ist ohne mich hingegangen. Ich wiederholte es. Sie antwortet weder auf meine Anrufe noch auf meine SMS. Scheiße, auf meine auch nicht. Wir müssen ein Auge auf ihren Vater haben, bis sie zurückkommt. Wir sind nicht die Einzigen, sagte Kyle und gestikulierte quer durch den Raum. Was zum Teufel ist hier los? 3 Männer unterhielten sich in einer Ecke des Raumes mit Kimbers Vater. Der Anführer von ihnen war Killian Cleary, der von seinen beiden ehemaligen Hilfs-Sheriffs flankiert wurde. Der pensionierte Sheriff von Dry's Gang hatte seine Hand auf Mr. Destaros Arm gelegt und sprach mit ihm in einem wütenden, leisen Ton. Kimbers Vater schüttelte den Kopf und protestierte verzweifelt gegen irgendetwas. Die beiden Hilfs-Sheriffs verließen die Kirche durch die Vordertür und Herr Destaro sagte gegen Killian Cleary, der ihn auf einen Stuhl in der Nähe setzte. Irgendetwas war hier los. Und es gefiel mir gar nicht. Ruf Kimber an, sofort, sagte Kyle. Ich versuchte es noch einmal und diesmal klingelte der Anruf 2 Mal und wurde an die Mailbox weitergeleitet. Ich beendete den Anruf, warf meine Hände hoch und sah Kyle verzweifelt an. Schon wieder? Sagte er und holte sein eigenes Telefon heraus. Ich bekam das gleiche Ergebnis. Ich fühlte aber einen Ruck der Erleichterung, als jemand Kyles Anruf entgegennahm. Aber es war nicht Kimber. Phil, in welchem Teil der Stadt bist du? Ich brauche umgehend eine Mitfahrgelegenheit. Es ist ein Notfall. Ich wartete. Ja, Mann, ich bin in der Northridge Church. So schnell du kannst. Ich bin bei Sam. Ich werde dir was schulden. Kyle legte auf und versuchte es dann sofort mit Kimbers Telefon. Sie schickt mich auch auf die Mailbox. Wir standen beide am Fenster und warteten gespannt darauf, Phils silbernden Mazda vorbeifahren zu sehen. Kyle kaute auf seiner Lippe und ich tippte auf meinem Telefon. Komm schon, Saunders. Wir warfen Kimbers Vater gelegentlich einen Blick zu, bis Cleary ihn aufstehen ließ und den nun untröstlichen Mann aus der Kirche führte. Plötzlich zirpte Kyles Telefon und wir beide sahen nach unten, um Kimbers Namen auf dem Bildschirm aufblitzen zu sehen. Kyles Knie gaben vor Erleichterung fast nach und er sackte gegen die Wand. Ich hab's gefunden. Kyle öffnete den Text und tippte wütend eine Antwort. Sie sind hinter dir her, Kay. Wir starrten beide auf das Telefon und warteten auf eine Antwort. Und gerade als die Sonne uns blendete, weil sie von Phils herannahendem silbernden Limousine reflektiert wurde, bekamen wir die Antwort. Sie sind hier. Das war die letzte Nachricht, die wir von Kimber erhielten. Als Phil uns am Haus der Destaros absetzte, fanden wir die Haustür unverschlossen und im Haus niemanden vor. Mein Auto stand in der Einfahrt, unverschlossen und mit den Schlüsseln im Zündschloss. Kyle und ich fuhren zurück zur Kirche, aber die Beerdigung war schon vorbei und die wenigen Leute, die daran teilgenommen hatten, waren schon weg. Wir fuhren wieder zurück zu Kimbers Haus, aber es war genauso, wie wir es verlassen hatten. Und niemand war zu Hause. Kyle war inzwischen völlig durchgedreht und war ein absolutes Wrack. Er hatte sie so oft angerufen, dass ich mir sicher war, er hätte ihren Akku zerstört. Seine Anrufe gingen direkt auf die Mailbox und seine SMS blieben unbeantwortet. Nach einer halben Stunde des Bettelns von Kyle rief ich endlich meinen Vater an. Er nahm sofort ab. Sammy? Was ist denn los? Es geht um Kimber. Sie ist weg, Papa. Wir haben überall gesucht, aber sie und ihr Vater sind verschwunden.
Sie hat die Beerdigung früher verlassen und Killian Cleary hat mit ihrem Vater gesprochen. Und dann sind Samson und Greg gegangen und ich glaube, sie sind zu ihrem Haus gegangen und haben sie geholt, Papa. Ich glaube, sie arbeiten immer noch nebenbei für Cleary oder so. Und ich glaube, sie haben was Schlimmes vor. Sie... Halt, langsam. Komm aufs Revier und lass uns reden. Ich nehme eine Aussage von euch Jungs auf und schicke ein paar Beamte rüber, die das Haus sofort untersuchen. Beruhig dich einfach, Sam. Wir werden das regeln. Ich legte auf, legte den Rückwärtsgang ein und riss das Lenkrad nach links, als ich das Ende der Einfahrt erreichte. Sam, woher weißt du das? Woher wissen wir, dass wir den Cops vertrauen können? Ich vertraue nicht den Cops. Ich vertraue meinem Vater, sagte ich und meine Worte klangen hoffnungslos, selbst für mich. Ich bog in das Büro des Sheriffs ein und Kyle stieg aus dem Auto, sobald ich langsam genug war, um zu parken. Als ich hineinging, hatte mein Vater Kyle an den Schultern und nickte feierlich zu allem, was Kyle ihm erzählte. Als mein Vater mich sah, winkte er einen Beamten herbei, der uns in sein Büro brachte. Nach ein paar Minuten kam er herein und setzte sich uns gegenüber an den Schreibtisch. In Ordnung, Jungs. Officer Ramirez wird in ein paar Minuten kommen und eine Aussage von euch beiden aufnehmen. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es zum jetzigen Zeitpunkt so aussieht, als hätten die Destaros die Stadt freiwillig verlassen. Nein, auf keinen Fall, Mr. Walker. Kimber würde niemals... Mein Vater hob seine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Lass es mich so ausdrücken. Jacob Destaro hat die Stadt aus freien Stücken verlassen. Kimber ist minderjährig und hat ihr keine Rechte. Wenn ihr Vater sagt, dass sie gehen soll, dann geht sie auch. Aber sie geht nicht an ihr Telefon und wir waren bei dem Haus, Papa. Da war nichts gepackt. Vielleicht waren sie nur für eine Weile weg. Vielleicht zu einem Verwandten. Ich kann mir nicht erklären, warum sie nicht ans Telefon geht, außer dass sie vielleicht eine Weile allein sein will. Kyle war verärgert. Aber ich weiß, dass es für dich schwer zu verstehen ist. Aber der Verlust eines Familienmitglieds fordert seinen Tribut, Sam. Das weißt du. Wir wissen nicht, wie die Menschen trauern werden und wir haben auch kein Recht dazu, darüber zu urteilen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass Kimber im Herbst wieder in der Schule sein wird. Im Herbst? Sheriff Walker, das sind noch 2 Monate. Sie müssten das jetzt untersuchen. Kyle, ich weiß, dass du verärgert bist und niemand hat gesagt, dass wir nicht gründlich ermitteln werden. So wie du Whitneys Verschwinden gründlich untersucht hast? Ich spuckte es aus und bereute diese Worte nicht. Sam, schnauzte er mit mehr Nachdruck, als ich es je von ihm gehört habe. Ich habe es satt, mir von dir anhören zu müssen, dass ich nicht alles getan habe, um Whitney zu finden. Ich liebe deine Schwester mehr, als du dir vorstellen kannst. Sie ist meine Tochter, Sammy, und ich werde sie niemals aufgeben. Und was ist mit den Hills-Sheriff, die die Beerdigung verlassen haben, um sie zu suchen? Unterbrach Kyle. Mein Vater zog eine Augenbraue hoch. Samson und Greg, presste ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Er seufzte. Jungs, Samson und Greg haben die Beerdigung verlassen, weil sie zu einem Einsatz geschickt wurden. Ich stand heftig auf und stieß dabei meinen Stuhl um. Ach komm schon, Papa! Also gut, das reicht jetzt! Mein Vater schlug die Hände auf den Schreibtisch und stand auf. Ich habe euch erzählt, dass ich euch sagen würde, was ich weiß. Und das habe ich getan. Ich verstehe, dass dir dein Freund wichtig ist. Und verdammt nochmal, die Destaros sind auch meine Freunde. Ich verspreche dir, dass ich alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen, nutzen werde, um sie aufzuspüren und um sie zu beruhigen. Aber bis dahin kann ich euch nur versichern, dass es derzeit keine Anzeichen für falsches Spiel gibt. Ihr Jungs müsst von eurem Kriegsfahrt herunterkommen und uns das erledigen lassen. Ramirez wartet in der Halle, um eure Aussagen aufzunehmen. Und dann geht ihr beide nach Hause. Verstanden? Ich sagte nichts und starrte meinen Vater an, der vor Wut schäumte. Kyle stand auf und ging ohne jede Regung aus dem Raum. Er ging an Ramirez vorbei und ich folgte ihm hinaus zum Auto. Wir stiegen ein und ich wartete darauf, dass Kyle etwas sagen würde. Ich hörte ein lautes Schniefen und schaute zu ihm rüber, nur um zu sehen, dass sein Gesicht von Tränen überströmt war. Es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Kyle weint. Aber es war nicht das letzte Mal. Er lügt, flüsterte er. Ich schüttelte nur den Kopf. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Kyle wandte sein Gesicht von mir ab. Ich weiß, dass er lügt. Es ist etwas Schlimmes passiert und er lügt deswegen. Was? Was ist denn passiert? Ich hörte ihn noch heftiger weinen. Kyle versuchte irgendwie sich zu sammeln, aber es klappte nicht wirklich. Kumpel, rede mit mir, verdammt. Was denkst du, ist passiert? Kimber ist weg, wie all die anderen. Sie ist also an dem Ort, an dem schlimme Dinge passieren. Ich schlug auf das Lenkrad. Wie zum Teufel war das passiert?
nicht Kimba. Bitte nicht Kimba. War das alles meinetwegen? Hatte sich ihre Mutter umgebracht, weil ich etwas getan hatte? Etwas, das wir herausgefunden hatten? Wurde Kimba meinetwegen entführt? Wenn ich auch nur eine Minute daran dachte, dass das wahr war, wusste ich, dass ich in winzige Stücke zerbrechen würde. Nein. Nicht Kimba. Nein. Ja, Sam. Denkt verdammt doch mal darüber nach. Kyle schrie mich an. Es ist das Baumhaus. Es ist alles dasselbe. Boreska, die gehäuteten Männer, der Dreifachbaum, deine Schwester, der Berg. Es ist alles dasselbe, verdammt. Es ist das Prescott-Imperium. Und jetzt ist Kimba von ihm verschlungen worden. Wohin sollen wir gehen? Ich spürte, wie mir die warmen Tränen meiner eigenen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit über die Wangen liefen. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun, verdammt? Kyle warf seine Hände frustriert in die Höhe. Wir müssen nach Embercott gehen, richtig? Es beginnt und endet alles am Triple Tree. Sam, bitte. Du hast es doch sicher schon herausgefunden. Wir waren schon eine Million Mal beim Baumhaus, Kyle. Da ist nichts. Ich weiß nicht, wo wir sonst hingehen sollen, Sam. Ich zuckte zusammen, als plötzlich jemand gegen die Autoscheibe klopfte und wischte mir schnell die Tränen aus dem Gesicht. Ich kurbelte das Fenster herunter, als Officer Griggs sich herunterbeugte und ins Auto schaute. Ihr Jungs geht jetzt nach Hause. In Ordnung? Ja, ja, sagte ich und drehte den Schlüssel im Zündschloss. Officer Grigg winkte uns zu, als wir vom Parkplatz fuhren, aber wir winkten nicht zurück. Das Baumhaus, sagte Kyle. Wir fuhren schweigend und versuchten beide verzweifelt, uns zusammenzureißen. Wenn wir Kimba irgendwie helfen wollten, mussten wir ruhig sein, um logisch zu denken. Ich parkte auf dem Platz neben dem Wanderweg und sah mehrere Fahrräder an den Pfosten gebunden. Als wir den West Rim Prescott Ore Trail hinauffuhren, kamen wir an Parker und ein paar seiner Freunde vorbei, die den Trail hinunterkamen. Ich nickte ihm zu, aber Kyle sagte nichts, sondern starrte nur den Pfad hinauf und suchte den einzigen Ort, den er kannte. Es war schon fast dunkel, als wir Embercott erreichten, und es gab nur noch wenig Licht, um nach dem zu suchen, was Kyle zu finden hoffte. Es dauerte eine halbe Stunde in der Dunkelheit, bis ich Kyle schließlich davon überzeugen konnte, dass es dort nichts gab, was Kimba helfen würde. Und obwohl wir nicht darüber sprachen, wusste ich, dass er und ich uns alle Geräusche der Nacht schmerzlich bewusst waren. Wir hatten Angst, Angst bis in die Knochen, dass wir das durchdringende Kratzen, Schleifen und metallische Schreien des Monsters im Boreska hören würden, an das wir uns im Laufe der Jahre so sehr gewöhnt hatten. Wir fürchteten uns beide, beteten, dass es nicht dazu kommen würde und sprachen nicht darüber. Ich setzte Kyle zu Hause ab und versprach, dass wir Kimba morgen finden würden. Ich schwor ihm, dass wir das tun würden. Er nickte mir nur kurz zu und verschwand in seinem Haus. Mein Vater wartete in der Küche auf mich, als ich ein paar Minuten später nach Hause kam. Ich sah ihn nicht an und ging zum Kühlschrank, als mir klar wurde, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Sammy, setz dich hin. Ich möchte mich für heute bei dir entschuldigen. Ich nahm etwas Hähnchen und Käse heraus und ging in die Speisekammer, um Brot zu holen. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass in letzter Zeit viel passiert ist, was du nicht gerade nachvollziehen kannst. Er seufzte. Anne war lange Zeit depressiv, Sam. Über 20 Jahre. Das belastet einen Menschen. Ich ignorierte ihn und machte mein Sandwich weiter. Ich war innerlich am Ende und fragte mich, ob ich dem Mann, den ich mein ganzes Leben lang Vater genannt hatte, überhaupt noch vertrauen konnte. Sie hat gelitten, Sam. Und manchmal kennen Menschen, die so tief leiden, keinen anderen Ausweg mehr. Sie wusste, dass ihre Depression ihrem Mann und ihrer Tochter schadete, und vielleicht dachte sie fälschlicherweise, dass sie ihnen damit einen Gefallen tut. Mama ist depressiv, sagte ich, ohne meinen Blick von meiner Aufgabe abzuwenden. Er seufzte. Deine Mutter kommt ganz gut damit zurecht, aber das ist was ganz anderes, Sam. Kimbas Mutter ist depressiv, seit sie in ihren 20ern ist. Zu Beginn ihrer Ehe erlitt Anne mehrere Fehlgeburten. Unfruchtbarkeit kann für manche Paare sehr hart sein, und nicht einmal Kimbas Geburt konnte ihren Schmerz völlig lindern. Dad, bei allem Respekt, ich bin müde und gehe jetzt ins Bett. Kyle und ich stehen früh auf, um nach Kimba zu suchen. Mit einem lauten Klirren warf ich das Messer in die Spüle und drehte mich zum ersten Mal zu meinem Vater um. Bitte sag mir, dass du immer noch versuchst, Kimba zu finden. Mein Vater, oder der Sheriff, wie ich ihn vielleicht eher nennen sollte, erhob sich vom Küchentisch und sah genauso müde und zerzaust aus, wie ich mich fühlte.
Ich verspreche es, Sammy. Und ich glaube ihm endlich. Als ich am nächsten Morgen vor Kyles Haus anhielt, kam mir Parker entgegen. »Hey, Parker«, sagte ich, als ich das Fenster herunterkurbelte und die kühle Morgenluft hereinwehte. »Kyle ist nicht da. Er ist gegen 5 Uhr gegangen. Er hat den Wagen meines Vaters gestohlen. Er ist stinksauer, also gehst du besser.« »Danke, Mann«, sagte ich, kurbelte das Fenster hoch und fuhr die Straße hinunter. Ich fuhr den ganzen Morgen herum, um Kyle zu suchen und rief auf seinem Handy an, aber er ging erst gegen Mittag ran. »Tut mir leid, Mann. Ich konnte nicht schlafen.« Kyle klang ein bisschen stabiler als gestern. »Kein Problem, alles cool. Wo bist du?« »Ich weiß es nicht genau. Ich bin an einem seltsamen Ort, an dem ich hier Empfang habe.« »Du bist in den Wäldern?« »Ja, sie ist hier draußen, Sam. Irgendwo in diesen Bergen. Ich kann sie spüren. Ich weiß es.« »Na gut, dann lass mich dich treffen.« »Okay, komm einfach runter zum Restroom Trail und wir treffen uns dort.« Ich war nur 5 Minuten entfernt, also kam ich an, bevor Kyle Zeit hatte, den Berg hinunterzufahren. Mr. Landys roter Dodge Ram stand planlos im Parkverbot und ich dachte mir, dass er wahrscheinlich abgeschleppt sein würde, wenn wir zurückkamen. Ich bezweifelte jedoch, dass Kyle das zu diesem Zeitpunkt etwas ausmachte. Ich verschränkte die Arme und lehnte mich an mein Auto, während ich ungeduldig den schmutzigen roten Weg hinaufstarrte und einfach nur auf meinen Freund wartete. Als Kyle eine halbe Stunde später endlich auftauchte, war er schweißüberströmt, schmutzig und niedergeschlagen. »Und?«, sagte ich und stieß mich vom Auto ab. »Nein, nichts, Mann.« »Na gut, dann lass es uns auf jeden Fall weiter versuchen.« Wir wanderten an diesem Tag kilometerweit um den Berg herum, aber wir fanden kein einziges Zeichen menschlichen Lebens. Und wenn in den nächsten Tagen die Sonne am Himmel erschien, erschienen wir auch, um nach Kimber zu suchen. Kyle wurde immer verzweifelter. Er betrat Privatgrundstücke, um nach Holzfällerausrüstung zu suchen und kartierte die vielen Minen des Bezirks, um die verlassenen Gebäude zu untersuchen. Aber der Berg war groß und die Nadel tief im Heuhaufen vergraben. Und je mehr Tage verstrichen, desto mehr verschwand Kyles Verstand. Jedes Mal, wenn ich meinen Vater sah, warf er mir einen nüchternen Blick zu und versicherte mir, dass sie immer noch auf der Suche waren. Ich hatte den Eindruck, dass sogar er sich zunehmend Sorgen machte. Das Haus der Destaros blieb so kalt und leer wie der Raum zwischen den Sternen über ihm. Es war die 11. Nacht unserer kimberlosen Existenz, als ich aus einem unruhigen Schlaf durch das durchdringende, wirbelnde, kreischende Geräusch des Todes in Boreska geweckt wurde. Ich weinte mich zu den gequälten Geräuschen von Kyles eigener Agonie nebenan wieder in den Schlaf. Wir hatten sie im Stich gelassen. Wir waren uns sicher. Kimber war tot. Als ich am nächsten Morgen vor seinem Haus anhielt, konnte ich sehen, dass Kyle einen Zusammenbruch erlitten hatte. Seine Haut hatte eine gelbliche Farbe angenommen und seine Stimme war flach und emotionslos. »Es ist noch nicht vorbei, Kyle«, sagte ich, als er sich den Sitz neben mir reinfallen ließ. »Doch, ist es, Sam«, er flüsterte fast. »Nein, das glaube ich nicht. Kimbers Vater ist auch verschwunden, weißt du? Vielleicht war es stattdessen er, der...« Ich konnte mich nicht dazu durchdringen, es auszusprechen. »Wir leben in der Hölle. Drysking, es ist die Hölle in unserer eigenen Realität.« Ich konnte ihm nicht widersprechen. Die Stadt, die ich so lieb gewonnen hatte, kam mir jetzt so fremd vor. Whitney war kein Ausreißer gewesen, wie ich dachte. Vermisste Menschen waren hier die Norm. Und das würde Jimmy Prescott zum König machen. Er ist der Satan persönlich. Kaum waren die Worte aus meinem Mund, schlug Kyle gegen die Autotür und erwachte mit wütendem Elan aus seinem toten Zustand. »Ich werde Jimmy Prescott umbringen. Wo ist dieser Wichser? Du weißt, dass er in all das verwickelt ist, Sam. Du weißt, vielleicht teilweise«, sagte ich und starrte aus dem Fenster. »Sein Vater hat die Stadt gegründet. Die Stadt, die diese Scheiße hervorgebracht hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Prescotts nur mit Drogen handeln. Du weißt schon, das Pulver.« »Ja, und was dann? Rekrutiert er Leute, um Drogenkuriere zu sein oder so?« »Vielleicht«, stimmte ich Kyle zuliebe zu, obwohl ich das nicht wirklich glaubte. Das Geräusch, die große Bestienmaschine von Boreska, verströmte den eindeutigen Gestank des Todes. Und obwohl ich wusste, dass das physikalisch unmöglich war, änderte das nichts an meiner Meinung darüber. Die Luft roch anders, als das metallische Heulen aufhörte.
Wir fuhren zur 4th Street Gourmet Coffee and Bakery und kauften dort unseren üblichen Vorrat an Rockstars und Monsters. Als ich die 4 Dosen bezahlte, sah ich Mira am Ende der Bar auf einen Kaffee warten. Ich merkte sofort, dass sie gut gelaunt war. Etwas, das ich nicht mehr oft gesehen hatte, seit ich für sie arbeitete. Wahrscheinlich war es ein guter Zeitpunkt, ihr zu sagen, dass ich den 5. Tag in Folge Feierabend machen würde. »Hi, Mira«, murmelte ich, als ich mich ihr näherte. Ich kann heute nicht mehr kommen. Ich habe etwas sehr Wichtiges.« »Sam, oh mein Gott, wie geht's dir?« »Okay«, stotterte ich. »Gut«, sagte sie strahlend. »Mach dir keine Sorgen. Wenn du reinkommst, ich halte einfach die Stellung, bis du da bist. Ich bin mir sicher, dass ich Emmeline herbeirufen kann, wenn ich Hilfe brauche. Aber wirklich, Sam, was hast du in letzter Zeit so Wichtiges gemacht?« Mein Verstand war wie leergefegt. Gerade als ich anfangen wollte, irgendein Blödsinn darüber zu stammeln, dass ich meinem Dad helfen würde, tauchte Kyle hinter mir auf. »Wir versuchen, Boreska zu finden«, sagte er mit der Ernsthaftigkeit einer Trauerrede. »Ah ja, Owen sagte mir, du hättest ihn danach gefragt. Du weißt schon, dass das nur eine Geschichte ist, oder?« »Sam, diese Legende gibt es schon, seit ich ein Kind war.« »Ja, also wir suchen nach unserer vermissten Freundin Kimber. Wir glauben, dass sie vielleicht dort ist«, sprach ich lahm ab. »Ach wirklich? Ich dachte, ich hätte gehört, dass die Destaros den Sommer über bei Verwandten in Maine wohnen. Naja, wie auch immer. Viel Glück, Jungs.« »Danke.« Kyles Stimme war säuerlich und ich wusste, dass seine Geduld am Ende war. Als wir wieder ins Auto stiegen, öffneten wir beide eine Dose Rockstar und fingen an zu kippen. Ich wusste es besser, als Kyle zu fragen, ob er rauchen wollte, denn ich war mir sicher, dass er seit Kimbers Verschwinden keine Kippe mehr angezündet hatte. Er hatte den Energy Drink in weniger als einer Minute getrunken und zerknüllte die Dose in seiner Hand. »Ich mag deinen Boss nicht«, sagte er. »Mira? Warum nicht?« »Ich weiß es nicht, sie ist einfach daneben.« »Naja, ich meine, sie hat ein paar Dinge durchgemacht. Ich hatte nicht vor, das weiter zu erläutern.« »Warum hast du ihren Mann überhaupt nach Boreska gefragt?« »Ich weiß es nicht. Ich habe nur ein bisschen geplaudert und dachte, er könnte es wissen. Er schien über eine Menge anderer Dinge Bescheid zu wissen.« »Und, hat er es gewusst?« »Nein.« Ich nahm einen langen Schluck des sauren Getränks und verschluckte mich dann daran, als ich mich an etwas erinnerte, das Owen gesagt hatte. »Nun, eigentlich schon. Er hat ein Boreska gesagt, statt nur Boreska. Du weißt schon, so als wäre das eine Sache und kein Ort.« Kyle ließ seinen Rockstar sinken. »Und, ist es das?« »Ist es was? Ist es ein Ding?« »Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe nach allem gegoogelt, was in dieser Stadt seltsam ist, aber ich habe nie etwas gefunden.« »Hast du es richtig geschrieben?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich achselzuckend. »Weißt du, wie man es schreibt?« »Nein.« Ich zückte mein Handy. »Nein, scheiß auf Google«, sagte Kyle. »Wir müssen mit Catherine Scanlon sprechen. Das würde Kimber auch sagen.« Er hatte recht. Catherine Scanlon war vielleicht die sachkundigste Person in der Stadt und wahrscheinlich die richtige Person, um sie danach zu fragen. Ich fuhr aus dem 4th Street Coffee und betete, dass sie bereits in ihrem Büro war. Als wir vor Dry's King Arts and Antiques parkten, war ich enttäuscht, dass der Laden dunkel war. Kyle zeigte auf ein kleines billiges Open-Schild, das in der Ecke der Tür hing, und ich drückte die Daumen, dass es für Catherines Büro war. Erleichtert stellte ich fest, dass die Tür unverschlossen gewesen ist, und wir eilten an all den Antiquitäten und dem geblasenen Glas vorbei in den hinteren Teil des Ladens, wo wir eine offene Tür und Catherine an ihrem Schreibtisch sitzend vorfanden. »Jungs«, sie stand auf, als sie uns sah, »ihr seid ziemlich früh aufgestanden für die Sommerpause. Wie ist der Aufsatz gelaufen?« »Großartig«, sagte ich. »Eigentlich sind wir wegen weiterer Hilfe hier.« »Aus persönlichem Interesse«, fügte Kyle hinzu. Catherine hob die Augenbrauen. »Ich bin beeindruckt.« Ich musste gleich zur Sache kommen. Wenn Kimber durch irgendeinen Zufall noch am Leben war, zählte jede Sekunde. »Wir sind hier, weil wir wissen wollen, ob Boreska ein Ding oder ein Ort ist.« Catherine hob erneut ihre Augenbraue. »Ich erinnere mich an die Legende, als ich ein Kind war. Ich müsste eigentlich sagen, dass ich es nicht wüsste, wenn Wyatt nicht wäre. Er wusste so wenig über so viel«, lachte sie. »Eine Art Tausendsasser. Jedenfalls hat er mir einmal eine interessante Tatsache über Boreska erzählt. Es ist beides.« »Was meinst du?« Ich lehnte mich über ihren Schreibtisch. »Naja, der Begriff Boreska ist ein altes, veraltetes Sprichwort.
Das Wort wurde von den Bergleuten benutzt, um eine unrentable Mine zu beschreiben. Ein Bergwerk? Flüsterte ich. Kyle schüttelte den Kopf. Wir haben uns die Minen angesehen. Also sind alle Minen in Butler County Brascas? Fragte ich. Nun, normalerweise wird nur die erste Mine im System, die versiegt, als Braska bezeichnet. Wissen Sie, welche Mine zuerst versiegt ist in unserem Bergbausystem? Fragte Kyle, der in der Nähe der Tür stand und immer wieder die Fäuste ballte und löste. Ach, nicht aus dem Stegreif. Nein, lachte sie. Ich kann aber nachsehen. Ich glaube, ich habe die Unterlagen hier irgendwo. Catherine ging hinter ihren Schreibtisch und öffnete eine Schublade mit losen Akten. Das ist ein merkwürdiges Interesse für Jungs in eurem Alter. Aber ich sollte wohl froh sein, dass ihr beide so wissbegierig seid, vor allem während des Sommers. Ja, Ma'am, wir sind sehr eifrig, sagte Kyle. Ist die Braska die erste Mine, der das Erz ausgegangen ist? War das zufällig die gleiche, in der die Kinder verschwunden sind? Die McCaskies? Oh, nein, das glaube ich nicht. Diese Mine war südwestlich und lag ganz in der Nähe der Stadt. Ich glaube, sie war eine der letzten, die geschlossen wurde. Ah, da haben wir's. Dieses Paket sollte die Informationen enthalten. Catherine verbrachte viel zu viel Zeit damit, Bücher auf dem Schreibtisch zu verschieben, um Platz für den Stapel Papiere zu schaffen, den sie hatte. Kyle und ich liefen nervös im Raum umher und versuchten beiläufig interessiert zu wirken, während die Energy Drinks anfingen, durch unsere Systeme zu strömen. Los geht's! Die erste Mine, die geschlossen wurde, das war die... Die North Central Mine, die, ja, eigentlich eine der ersten war, die auch geöffnet wurde. Aber wo ist sie? Kyle ging zum Schreibtisch hinüber und stützte sich mit den Armen drauf ab. Wo ist diese Mine? Catherine zog einen anderen Stapel Papiere heran und begann darin herumzufummeln. Nach der längsten Minute meines Lebens machte sie ein Aha-Geräusch und zog ein großes vergilbtes Stück Papier heraus, das auf ein Standard A4-Format gefaltet war. Sie entfaltete es auf dem Schreibtisch und beugte sich vor, um die Markierung zu lesen. Von meinem Platz an der Tür aus konnte ich sehen, dass es sich um eine Karte handelte und ich wusste, dass wir ohne sie nicht in diesem Büro leben würden. Schauen wir mal. Diese Mine war weiter oben auf dem Berg. Ein bisschen schwieriger zu erreichen, siehst du? Und sie zeigte auf einen kleinen Punkt auf der Karte, der mindestens 4 Meilen von dem Ort entfernt war, den wir gesucht hatten. Können wir das mitnehmen? Fragte Kyle. Wir bringen es natürlich auch zurück. Natürlich. Ich bin mir sicher, dass ich Kopien habe. Hört mal, wenn ihr Jungs auf Erkundungstour geht, ich bringe meinen Dad mit, sagte ich ihr, um sie zu beruhigen, obwohl ich ganz genau wusste, dass ich gelogen hatte. Oh, dann viel Spaß euch. Sie schrie uns an, als wir aus dem Gebäude stürmten. Sie war glücklich und hatte Spaß daran, sich vorzustellen, dass wir wissbegierig waren und auf Erkundungstour gingen wie kleine Kinder. Wir hielten nicht an, um ihr zu antworten. Spaß war weit weg von unseren Gedanken. Es ist so weit weg von dem Ort, den wir gesucht haben, stotterte Kyle. Wir müssen sofort hinfahren und wir müssen eine Waffe besorgen. Eine Waffe? Woher sollen wir denn eine Waffe bekommen, Kyle? Von deinem Dad. Er wird uns keine Waffe geben, Mann. Gut, dann lass uns erst den Ort auskundschaften und dann kommen wir mit einer Waffe zurück. Das schien mir auch keine gute Idee zu sein, aber welche Wahl hatten wir schon? Nachdem wir die Karten einige Minuten lang studiert hatten, stellten wir fest, dass der einfachste Weg zur Mine immer noch über den West Rim Prescott Ore Trail führte. Wir parkten am Trailhead und wanderten den markierten Weg hinunter und dann den Trampelpfad hinauf, wobei uns klar wurde, dass wir auf dem Weg am Ambercut Fort vorbeikommen würden. Und ich wusste in meinem Herzen, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Wir gingen denselben Weg, den so viele Menschen vor uns auf ihrem Weg nach Braska gegangen waren. Aber was hatten sie dort gefunden? Wir kamen an dem Baumhaus vorbei, das so still war wie der Morgen. Wir gingen weiter durch den Wald, weiter nördlich, als wir jemals zuvor gewesen waren, und schon bald befanden wir uns im Blindflug, wanderten in die allgemeine Richtung des Punktes auf der Karte und hofften, dass wir noch auf dem richtigen Weg waren. Innerhalb einer Stunde begann ich zu bedauern, dass wir ohne Proviant, emotional und unvorbereitet gekommen waren. Bis zum Mittag waren wir 4 Stunden gewandert und es schien mir, dass wir uns verlaufen hatten. Ich milderte die aufkeimende Panik mit Gedanken an Kimber und Whitney ab und ich wollte die Antwort auf das Rätsel leben, das so viele Jahre mein Leben beherrschte. Kyle seinerseits sagte nichts und behielt seinen Blick geradeaus und seine Mission war seine höchste Priorität.
Und dann, als sich die Sonne dem Scheitelpunkt des Tages näherten, sahen wir eine Leere zwischen den Bäumen und den harten Linien der von Menschenhand errichteten Gebäude. Kai beschleunigte seinen Schritt und ich beeilte mich, mit ihm Schritt zu halten. Als wir endlich die Baumgrenze durchbrachen, verschluckte ich mich an meinen eigenen tiefen Atem und ließ mich mit dem Rücken gegen einen Baum fallen, während ich das ruhige Lager betrachtete. Ein großer hölzerner Wegweiser, der fast so lang wie die gesamte Lichtung war, stand immer noch am Eingang der Mine. Es musste ein Jahrhundert alt sein, und obwohl die meisten Buchstaben im Laufe der Jahre abgefault waren, konnte ich anhand der Verbliebenen erahnen, dass es einmal gehießen hatte, Drysking Underground Mine. Was jedoch darüber war, war Skinned Min. Gehäutete Männer. Da müssen wir lang. Kyle zeigte auf das nördliche Ende des Lagers. Wir traten aus dem Schatten heraus und in die Schwachstelle der Lichtung. Mehrere große Gebäude standen noch und der mit Brettern verschlossene Eingang zur Erzmine lag zurückversetzt im Berg. »Da kommen wir nicht rein«, flüsterte ich. »Versuchen wir es mit diesem Gebäude«, sagte er und zeigte auf das nahegelegene, das am größten und mindestens 2 Stockwerk hoch war. Wir zählten bis 3 und rannten dann quer über das Lager zu den großen Holztüren des alten Gebäudes. Sie waren aufgebrochen und als wir uns hineinzwängten, hatte ich keinen Zweifel daran, dass der Tod in Boraska tatsächlich präsent war. Wir standen in einem Raum, den ich für eine Raffinerie hielt, und in der Mitte des Raumes stand eine große, silberne, konisch geformte Maschine. Ein Förderband führte in sie hinein, und der Raum hatte einen sauren Geruch. Sogar der Schmutz unter unseren Füßen schien eine kaminrote Färbung angenommen zu haben. »Das ist die Maschine. Hier bringen Sie sie hin«, sagte ich. »Das ist der Ort, an dem die Menschen sterben.« »Kimba ist nicht hier. Komm mit.« Nur zu gerne quetschte ich mich wieder aus der Tür des Gebäudes und schlich auf Zehenspitzen an der Seite entlang. Wir bogen um eine Ecke und stießen fast mit einem frisch gewachsenen, glänzenden, grünen Lastwagen zusammen, der dort parkte. »Das ist der Wagen von Jimmy Prescott«, hauchte ich. »Ich weiß, wem der Wagen gehört«, Kai knurrte. Wir waren nun in höchster Alarmbereitschaft. Kai ließ sich auf den Boden fallen und begann, um das Gebäude herumzukrabbeln. Ich folgte ihm und wartete darauf, einen Schrei oder einen Schuss zu hören, aber es kam keiner. Als wir zur Rückseite des Gebäudes krochen, drehte sich Kyle zu mir um, legte den Finger auf die Lippen und zeigte auf ein einstöckiges braunes Gebäude, das nur ein paar Meter von uns entfernt war. Er ging in die Hocke und bewegte sich so schnell er konnte über die Lücke zwischen den beiden Gebäuden. Und ich tat ihm nach. Sobald ich die Wand neben ihm erreicht hatte, wirbelte Kyle herum, legte einen weiteren Finger an die Lippen und zeigte dann auf ein Fenster direkt über uns. Von drinnen kamen Geräusche, und selbst für mich, eine 16-jährige Jungfrau, waren die Geräusche von Sex unverkennbar. Wir konnten ein animalisches Grunzen und das müde, widerstrebende Stöhnen einer alten Matratze hören. Ich konnte mir nicht helfen und flüsterte Kyle zu, »Was zum Teufel?« Aber er war schon weg, ohne jede Vorsicht, und rannte um die Seite des Gebäudes. Ich folgte ihm durch die erste Tür, an der wir vorbeikamen, und wurde von einer unsichtbaren Wand aus Dreck und Leid ins Gesicht geschlagen. Der Geruch ließ mich zurückschrecken, aber Kyle rannte weiter. Ich folgte ihm hinein, vorbei an Kisten mit Rahmennudeln, MREs, Wasserflaschen und Kartons, für deren Lektüre ich keine Zeit hatte. Als ich eine weitere Schwelle überschritt, war ich plötzlich von Menschen umgeben. So viele Menschen. Ich kam ins Schleudern und stellte fest, dass ich mich in einer Art Schlafsaal befand. Zu beiden Seiten von mir standen reihenweise Betten, auf denen Menschen festgeschnallt waren. Einige von ihnen in schmutzigen Lumpen und andere hatten gar nichts an. Viele schienen aufgedunsen zu sein und ich wartete darauf, dass einer nach mir rief, aber sie alle blieben stumm. Einige sahen mich mit müden, toten Augen an, andere wandten sich ab. Als ich mich umsah, erkannte ich, dass es alles Frauen waren. Und die Blähung, die ich sah, schien Schwangerschaften zu sein. Einige waren an ihre Betten gefesselt und andere nicht. Ich schaute mich im Raum nach Kyle um und sah ihn etwas weiter hinten in dem langen Raum stehen und mich mit dem gleichen verwirrten, wilden Gesichtsausdruck ansehen, den ich sicher auch auf meinem Gesicht hatte. Ich sah, wie die Erkenntnis sein Gesicht durchkreuzte und rief nach ihm, aber er war schon wieder auf der Flucht. Ich verlor ihn, bevor ich 5 Schritte hinter ihm war. Ich hielt es für das Beste, einfach weiterzulaufen, mich auszubreiten und nach Kimba zu suchen.
Ich sah sie nicht in diesem Raum und ich war mir sicher, dass sie nach uns gerufen hätte, wenn sie hier wäre. Ich sah mich nach einer anderen Tür um und entdeckte eine, die links hinter einer Reihe von Betten einen Spalt offen stand. Ich starrte geradewegs darauf, als ich mich auf den Weg dorthin mache. Verzweifelt bemüht, den erbärmlichen leeren Blick der Frauen um mich herum auszuweichen. Zuerst helfen wir Kimba, dann helfen wir allen anderen. Ich werde zurückkommen und euch allen helfen, das verspreche ich. Dies waren die Gedanken, die durch meinen Kopf gingen. Sobald ich Kimba gefunden habe, helfe ich den anderen. Ohne zu überlegen, stieß ich die Tür auf, sobald ich sie erreicht hatte, und fand die Quelle der Geräusche, die wir draußen gehört hatten. Es war Jimmy. Etwas, das ich erwartet hatte zu sehen, aber der Anblick, der sich mir bot, war es nicht. Er beugte sich über das Bett einer fast nicht wiederzuerkennenden, nicht ansprechbaren Christy und behandelte sie wie ein Tier. Sie sah mich durch die Schlitze ihrer toten Augen an, aber sie rief mich nicht. Ich glaubte, eine Träne über ihre Wange laufen zu sehen, bevor sie ihr Gesicht von mir abwandte und zur Wand auf der anderen Seite blickte. Was zum Teufel? Ich merkte nicht einmal, dass die Worte hörbar waren. Ich hatte noch nie so viel menschliches Leid gesehen. Jimmys Kopf drehte sich um mich anzusehen, und er registrierte kurz seine Überraschung, bevor er mich auf eine Weise anlächelte, die mein Inneres zu Eis werden ließ. Er hörte nicht auf mit dem, was er tat, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als hinzurennen und ihn von Christy herunterzustoßen. Aber zu meiner großen Schande konnte ich mich nicht dazu durchdringen. Ich konnte nicht noch weiter in diesen Raum rein. »Sam! Sam!« Kyles Stimme hallte durch das Gebäude und befreite mich sofort von meiner Lähmung. Ich ertappte mich dabei, wie ich zurück in den Schlafsaal der Bergleute rannte, weg von Jimmy Prescott und Christy. »Kyle! Hier hinten, beeil dich! Ich hab Kimba gefunden, verdammt!« Ich folgte seiner Stimme durch das Labyrinth aus Betten und Zimmern, als eine Kakophonie von Stimmen begann, mir zu folgen. »Helft uns bitte!« Es waren vielleicht nur eine Handvoll Mädchen, die mich anschrien, aber es klang donnernd laut, als es durch meine Schuldgefühle einfach durchdrang und mich zerfraß. Das Gewicht ihres Elends fiel auf mich herab und drückte mich fast in den Boden. Ich werde Hilfe holen. Ich werde euch helfen, versprach ich ihnen, während ich Kyles Stimme folgte, die immer noch verzweifelt aus einem Nebenraum schrie. Ich sprintete über eine weitere Türschwelle und sah ihn, wie er an einem Eckbett kauerte und hilflos an einem Lederriemen zerrte, der daran befestigt war. Ich stürzte auf das Bett und fiel auf die Knie, um herauszufinden, was er da tat und wie ich ihm helfen konnte. Ich versuchte nicht auf das Bett zu schauen, weil ich wusste, dass ich sie so nicht sehen konnte. Ich konnte es nicht ertragen, sie so mit anzusehen. Wenn Kimber mich mit demselben anklagenden, leeren Augen ansah wie Christy und die anderen, würde ich mich vielleicht auf den Boden unter ihr legen und mich zu einer Kugel zusammenrollen. »Geh auf die andere Seite, mach die anderen beiden Gurte los!« Kyle hatte die hohe Stimme und die wilden, verzweifelten Augen des Wahnsinns. Ich rannte auf die andere Seite und tat mit zitternden, unbeholfenen Händen, was er mir gesagt hatte. »Oh, Jungs«, Jimmys Stimme ertönte von irgendwoher aus dem Gebäude. Ich hatte gerade Kimbas Knöchel befreit und war dabei, ihr Handgelenk zu bearbeiten. Sie wimmerte, als sie ihn hörte, und vergrub ihr Gesicht in meiner Schulter. »Glaubst du, du versteckst dich? Ich weiß, wo ich dich finden kann. Ich weiß genau, wo ich das Mädchen hingelegt habe.« »Ich bringe dich um, Prescott. Ich bringe dich verdammt doch mal um. Ich werde dir alle Knochen zertreten und dich ausbluten lassen, du kleiner Pisser.« Kyle hatte jeden Verstand und jede Strategie verloren. Er war von Wut statt von Angst erfüllt, und das machte mir noch mehr Angst. Ich zog Kimbas Handgelenk aus dem letzten Riemen und schrie, »Geh jetzt!« Wir zogen Kimba vom Bett hoch und stellten schnell fest, dass ihre Beine sie kaum noch tragen konnten. Sie war stark sediert und atmete schwach. Wir stützten sie auf beiden Seiten ab und gingen so schnell wie möglich durch die nächste Tür, einfach weg von Jimmy. Wir befanden uns in einem anderen Schlafsaal, in dem jedoch die meisten Betten leer waren. Ich konnte das Sonnenlicht durch die Tür am Ende des langen Raumes scheinen sehen und wir rannten darauf zu, während Kimba kleine Schmerzensschreie ausstieß. Ich dachte nicht, dass mein Herz noch mehr brechen könnte, aber ich lag falsch. Denn im nächsten Moment tat es das. Ich ließ Kimba fast fallen, als ich sah, wie sie mich anstarrte. Ihre Augen waren hohl und unbeteiligt, und als ich mich ihr zuwandte, schaute sie sofort weg, so als könnte sie meinen Anblick nicht ertragen. »Whitney«, sagte ich schwach. »Sam, lass uns verdammt noch mal gehen«, Kyle schrie mich an. »Ich kann nicht!« Ich drehte mich zu ihm um, während mir Tränen über die heißen Wangen liefen und Kyle sie auch sah.
Ich kann nicht. Ich kann nicht bleiben, sagte Kyle und bewegte sich doch immer auf die Tür zu. Ich muss Kimber von ihr wegbringen. Bitte. Aber er wusste, dass ich jetzt nirgendwo hingehen würde. Viel Glück, Bruder, sagte ich. Und dann rannten wir beide in verschiedene Richtungen. Whitneys Haar war lang, aber es war dünn, genau wie ihr Gesicht. Alles an ihr sah spröde aus, bis auf ihren Bauch, der sich wie ein aufgeblasener Ballon aus ihr herauswölbte. Sie weigerte sich, mich anzusehen und zuckte bei meiner Berührung zusammen, als ich verzweifelt versuchte, sie vom Bett loszuschnallen. Ich hatte noch nicht einmal den ersten Gürtel fertig, als ich Jimmy hinter mir auftauchen hörte. Ich machte mir nicht die Mühe, ihn anzusehen oder mit dem Versuch aufzuhören, meine Schwester zu befreien. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. »Ich bewundere deinen Mumm, Junge«, sagte Jimmy und setzte sich dann auf ein Bett hinter mir und beobachtete mich weiter, ohne etwas dagegen zu sagen, was ich tat. »Du denkst wahrscheinlich, dass deine Freunde entkommen sind. Aber es hat keinen Sinn, sich falsche Hoffnung zu machen, nicht wahr?« »Es gibt keinen Sinn in all dem hier.« Meine Stimme klang brüchig und überschlug sich bei dem letzten Wort. »Du liegst falsch«, seufzte Jimmy. »Aber nur damit du weißt, ich habe Clary da draußen, der bereits nach ihnen sucht. Die Leute machen eine Menge Lärm, wenn sie von diesem Berg herunterkommen. Das kannst du mir glauben.« »Sheriff Clary?« Ich wollte ihn unbedingt zum Reden bringen. Alles, damit er nicht versuchte, mich aufzuhalten. »Oh ja, sie wissen ja, dass er sich eigentlich aus dem Geschäft zurückziehen wollte, aber im Gegensatz zum vorigen Sheriff hat er noch ein paar Pferde im Rennen gehabt.« »Pferde? Das ergab keinen Sinn.« »Jep«, Jimmy klopfte auf das Bett neben ihm. »Wir nennen diese Gebäude die Stelle.« Und dann lachte er. Ich ließ die letzte Schnalle auf den Boden fallen und sah zu Whitney hinunter. Ich erwartete, dass sie aufsprang und zur Tür rannte, aber sie rieb sich nur die Handgelenke und juckte sich am Schlüsselbein. Dann legte sie ihre Arme zurück, drehte den Kopf von mir weg und schloss die Augen. Ich ließ mich neben ihr auf das Bett fallen und nahm ihre kalte Hand. Wenn sie nicht von ihr wegging, ging ich auch nicht. Es war vorbei. Ich schickte ein stilles Gebet zu einem Gott, den ich nicht kannte, und wünschte einfach nur meinen Freunden Sicherheit. Ich war am Ende meiner Kräfte. »Willst du wissen, was das ist, Sam?« Ich zuckte mit den Schultern. Es schien jetzt keine Rolle mehr zu spielen. »Es geht nur um die Babys.« Ich starrte auf Whitney und ihren geschwollenen Bauch hinunter, gab aber kein Zeichen, dass ich zuhörte. »Du würdest nicht glauben, wie viel Geld in der Branche steckt. Ich meine, mein Vater war ein kluger Mann und er wusste, dass wir nichts Wertvolles zu verkaufen hatten. Und damals waren die Prescotts bitterarme, arbeitslose Bergleute, wie alle anderen in der Stadt. Auf die Idee kam er, als er meinen älteren Bruder verkaufte, um die Gerichtskosten für den Kampf gegen die Stadt zu bezahlen. Ich meine, manche Leute zahlen fünfstellige Summen für ein Neugeborenes, weißt du? Sogar damals schon. Und die Organisation, die sie kaufen? Nun ja, sie kaufen in großen Mengen, aber wir machen immer noch einen Reibach mit ihnen. Und unsere Gemeinkosten sind sehr niedrig. Jimmy stand auf, zog eine Pistole aus seinem Hosenbund und warf sie auf ein Bett am anderen Ende des Ganges. Versteh doch, Sammy, es geht nicht nur um das Geld. Wir nutzen die Stelle auch für gemeinnützige Zwecke. Viele Leute aus der Stadt kommen zu uns, schon seit den 50er Jahren. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich wollte nicht hier sein und mir das anhören. Ich wollte Whitney nicht so gebrochen sehen. Und ich wollte nicht auf den unvermeidlichen Tod warten. Das war Folter in ihrer reinsten Form gewesen. Worauf wartest du noch? Warum bringst du mich nicht einfach um? Wir sind hier nicht in einem James-Bond-Film. Der ganze Scheiß interessiert mich nicht. Jimmy lachte laut auf, als wäre es das Lustigste, was sie je gehört hatte. Dich umbringen? »Mein Gott, Junge, wenn ich könnte, hätte ich schon getan. Aber ich darf dich nicht töten. Ich habe mir überlegt, ob ich deine Schwester vor deinen Augen hier nehmen soll. Sie gehört nicht zu mir, aber es könnte sich lohnen, nur um dein Gesicht zu sehen.« »Töte mich einfach und lass sie gehen. Scheiße, ich bring mich um, wenn du sie gehen lässt.« Ich stand vom Bett auf und Jimmy machte zwei Schritte auf mich zu und schlug mir so fest ins Gesicht, dass ich zurück auf das Bett fiel. Ich stöhnte, während ich die Tränen und die Sterne hinunter meinen Augen bekämpfte. »Ich kann sie nicht gehen lassen, du kleiner Scheißer. Sie hat eines der Babys aus dem Sozialdienst in sich. Grace sagt, sie hat noch eine Woche vor sich, höchstens zwei.« Jimmy sah auf Whitney hinunter und runzelte die Stirn. »Aber sie hat scheiß Babys geboren. Und sobald dieses hier aus ihr raus ist, hat sie ein Date mit dem Shiny Gentleman.«
Was zum Teufel soll das heißen? Brüllte ich ihn an und ein lautes Klingeln erfüllte plötzlich den Raum. Jimmy hielt einen Finger hoch und zog ein Telefon aus seiner Tasche. Ich muss einen geschäftlichen Anruf entgegennehmen. 2 Minuten, dann können wir unser Gespräch fortsetzen. Jimmy ging in eine Ecke des Raumes und ich begann verzweifelt an Whitney zu ziehen. Wir müssen los! Wir müssen gehen, Whit! Wir können hier nicht bleiben! Sie hielt die Augen geschlossen und ihr Körper war schlaff. Whitney, sie werden dich umbringen, wenn du hier bleibst! Mein Kopf schnellte zur Tür, als ich hörte, wie ein Lastwagen im Dreck vor der Tür ins Schleudern geriet. Jimmy beendete sein Telefonat und Kilian Cleary kam herein, einen humpelnden, blutigen Keil vor sich herschiebend. Haben Sie etwas verloren, Prescott? Wo ist das Mädchen? Konnte sie nicht finden. Verdammt nochmal, Cleary, du hast uns verarscht. Geh wieder raus und finde das Mädchen. Jimmy schnappte sich seine Waffe vom Bett und steckte sie wieder in seinen Hosenbund. Jetzt hör mal zu, du kleiner Scheißer, knurrte Cleary. Ich bin nicht dein verdammter Angestellter und habe nicht den ganzen Tag Zeit, um im Wald zu spielen und Verstecken zu spielen. Ich sag dir, dass sie nicht bei ihm war, also denke ich, wenn du wissen willst, wo sie ist, solltest du es aus ihm herausbekommen. Cleary warf Kyle auf den Boden und spuckte ihm vor die Füße. Soll ich jetzt deinen Scheißjob machen? Jimmy ging hinüber und trat Kyle ohne Zögern so fest in die Rippen, dass ich einige von ihnen in seiner Brust knacken hörte. Ich versuchte aufzustehen, aber mir war immer noch so schwindelig und ich kämpfte gegen die Dunkelheit an. Wo ist deine Freundin, Landy? Prescott hob seinen Stiefel und stampfte dann hart auf Kyles Knöchel. Er schrie vor Schmerz auf. Das kann ich den ganzen Tag machen, Junge. Cleary setzte sich auf ein Bett am anderen Ende des Ganges, zündete sich eine Zigarette an und sah teilnahmslos zu. Jimmy zog Kyle auf die Beine und verpasste ihm dann einen harten Schlag ins Gesicht. Ein paar von Kyles Zehen verstreuten sich auf dem Boden. Sag es mir, du kleiner Pisser. Jimmy schlug ihm erneut ins Gesicht und Kyle wurde schlaff. Du bringst ihn um, schrie ich, sprang vom Bett und rannte blindlings auf Jimmy zu, der wutentbrannt war. Cleary stand auf und fing mich ohne jede Anstrengung auf, wobei er meine Arme an den Seiten festhielt. Er lachte, die Zigarette immer noch im Mundwinkel versteckt, während ich mich hilflos gegen seine Brust stemmte. Jimmy hatte inzwischen auf Kyle gespreizt und schlug ihm schnell ins Gesicht und auf die Brust. Kyle war kaum beim Bewusstsein und ich betete, dass er vor Schmerz ohnmächtig werden würde. Nach einer vollen Minute stand Jimmy auf und rieb sich die blutenden Fäuste. Letzte Chance, Landy. Fick dich, sagte Kyle durch einen keuchenden, rasselnden Lufthauch. Jimmy spuckte ihn an, hob seinen Fuß hoch, so hoch wie er konnte, und trat ihm mit so viel Kraft aufs Gesicht, dass ich hörte, wie sein Schädel brach. Ich sackte in Kilian Clearys Arm zusammen, und er ließ mich in eine Pfütze zu seinen Füßen fallen. Jimmy schnappte sich eine Zigarette von Cleary, und sie standen neben Whitneys Bett und sahen mir beim Weinen zu. Mein Gott, was ein Schlamassel. Nach ein paar Minuten drückte Cleary seine Zigarette aus und zückte sein Handy. Alles gut, Sam. Nimm deinen Freund. Ich konnte ihn nicht richtig verstanden haben. Scheiß drauf, dieser kleine Landy-Scheiß, der wird hier nicht wegfahren. Willst du den Mist aufräumen, Prescott? Ich stand auf, ohne dass meine Knie unter mir nachgaben. Ich werde nicht ohne meine Schwester gehen, sagte ich ihm. Jimmy lachte laut auf. Doch, das wirst du, sagte Cleary. Wenn du das Leben deines Freundes retten willst. Noch ist er nicht tot, Sam, aber er wird es bald sein. Er warf mir seine Schlüssel zu. Die Straße, die von diesem Berg wegführt, ist hinten bei der Raffinerie. Ich ließ die Schlüssel von mir abprallen und auf den Boden fallen. Offensichtlich fluchte er über mich. Ich wusste, dass er recht hatte. Ich war ein Feigling und würde meine Schwester und all die anderen hier zurücklassen, nur damit ich wegkam und Kyles Leben retten konnte. Ich hob die Schlüssel auf und dann, ohne die beiden Männer anzusehen, hob ich Kyle an den Schultern hoch und sein Kopf rollte zurück, als wäre er nicht mehr an seiner Wirbelsäule verbunden. Sein Gesicht war eine Collage aus Brei und Blut und ich hatte Mühe, ruhig zu bleiben und zu atmen, als ich ihn aus dem Gebäude schleppte. Cleary und Prescott beobachteten mich, zogen an ihre Zigaretten und sagten nichts. Ich wusste, dass sie mich wahrscheinlich belogen hatten. Kyle würde tot sein, wenn ich den Berg hinunterkam, wenn er nicht schon jetzt tot gewesen ist. Ich öffnete die Tür von Clearys altem Ford und setzte Kyle auf den Beifahrersitz, wobei sein Kopf wie ein Ball an einer Schnur hin und her rollte. Ich brauchte fast eine Stunde, um den Berg hinunterzufahren.
obwohl ich auf der überwucherten Straße mit lächerlicher Geschwindigkeit fuhr und alles tat, um die Stoßdämpfer des Trucks zu zerstören. Ich raste in die Notaufnahme des Krankenhauses und fand ein medizinisches Team vor, das vor der Tür wartete. Es war klar, dass sie einen Anruf erhalten hatten, um mich zu erwarten, denn sie hatten bereits einen Notfallwagen dabei und eine Infusion, die sie in Kyles Handgelenk schieben konnten. Ich ließ Clearys Wagen stehen und verbrachte die nächsten 2 Stunden im Wartezimmer, rief meinen Vater immer und immer wieder an und weinte über ein Architectural Digest Magazine. Niemand kam, um eine Aussage von mir zu machen oder mir irgendwelche Fragen zu stellen. Kyles Mutter kam kurz vor meinem Vater an und fing an zu schreien, sobald sie mich sah. Mein Vater kam hinter ihr herein und ließ sie von einem Hilfs-Sheriff festhalten. Er fuhr mich schweigend nach Hause, aber ich konnte es nicht lange aushalten. Wird irgendjemand einen Polizeibericht einreichen? Interessiert es überhaupt jemanden, was passiert ist? Sam. Er drehte sich nicht um und sah mich an. Ich tue mein Bestes, um den Schaden zu begrenzen. Aber wenn Kyle stirbt oder seine Eltern klagen, kann ich nichts tun, um dich vor Gericht zu beschützen. Du denkst, ich war das? Ich schrie ihn an. Wir werden deiner Mutter nichts sagen, in Ordnung? Sie hat schon genug um die Ohren. Papa, es ist... ich... Kimber... Es war der verdammte Prescott und Sheriff Cleary. Ja, du bist mit Kilians Wagen im Krankenhaus angekommen. Wir haben schon mit den beiden gesprochen. Ich war so frustriert und voller Wut, dass meine nächsten Worte ein wirres, stotterndes Durcheinander waren, das in einem hilflosen Schrei endete. Wir fuhren in unsere Einfahrt und mein Vater stellte das Auto ab und drehte sich schließlich zu mir um, während ich nach Luft drang. Samuel, wir werden nie wieder über dieses Thema sprechen. Hast du das verstanden? Willst du mich verarschen, Papa? Kyle könnte verdammt nochmal sterben. Ich habe Kimber gesehen. Genug! Wenn du willst, dass die Sache aufhört, wirst du den Mund halten, niemandem etwas sagen und ich werde den besten Anwalt engagieren, den ich mir leisten kann, um deinen Schlamassel zu beseitigen. Ich weiß nicht, warum du deinen besten Freund fast zu Tode geprügelt hast. Um ehrlich zu sein, will ich es auch gar nicht wissen. Du, fick dich! Schrie ich ihn an und stieß die Tür des Wagens auf. Dann rannte ich weg, weg von ihm, aus dem Haus und meinem kaputten Leben. Er kam nicht hinter mir her, weder an diesem Tag noch an einem anderen. Da mich alle in der Stadt für einen gewalttätigen Verbrecher hielten, ließ mich niemand bei sich wohnen, wenn ich bei ihm anrief. Schließlich ging ich in ein Motel, weit außerhalb der Stadt, und verbrauchte meine letzten Ersparnisse von der Arbeit, um das Zimmer zu bezahlen. Ich ging zurück, um mein Auto vom Ausgangspunkt abzuholen, aber es war weg und ich hoffte, dass es Kimber war, die es hatte, und nicht ein Abschleppdienst. Jeden Morgen las ich die Zeitung, um etwas über Kyles Zustand zu erfahren. Etwa 10 Tage später sah ich die Geburtsanzeige der Familie Daly. Sie hatten gerade einen Sohn bekommen, den sie William nannten. Die wirbelnden Shiny Gentlemen erhellten in dieser Nacht das Tal mit ihrem Gestank und ihrem Lied von Tod. Es war das letzte Mal, dass ich es hörte. Ich blieb in Dryskang, lange nachdem das Geld ausgegangen war und ich auf dem Beton hinter dem Hotel schlief. Ich blieb, bis Kyle aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ein stummes, leeräugiges, seelenloses Gemüse. Ich ging einmal zu ihm, als nur Parker zu Hause war, und bedrohte ihn, bis er mich ins Haus ließ. Als ich mich vergewissert hatte, dass der Kyle, den ich kannte, tot war und nur noch seine leere Hülle übrig blieb, verließ ich sein Haus und fuhr per Anhalter aus der Stadt. Nachdem ich 4 betrunkene, drogengeschwängerte Jahre in Chicago verbracht hatte, kam ich eines Tages nach Hause und fand einen Brief vor, der auf mich wartete. Er enthielt keinen Absender, aber er war in Kalifornien abgestempelt worden. Ich wusste, dass er von ihr war, bevor ich ihn überhaupt aufhob. Sie hatte so viele meiner Aufgaben für mich geschrieben, dass ich Kimbers Handschrift besser kannte als meine eigene. Darin befand sich ein Brief. Der Brief. Ich habe ihn nur einmal gelesen, vor vielen Jahren, bis ich mich heute hingesetzt habe, um ihn abzuschreiben. Meine Kimber. Ich weiß, du wirst nicht verstehen, warum wir getan haben, was wir getan haben. Es war alles aus Liebe geboren. Zumindest hat es so angefangen. Du bist alles für mich und du wirst immer meine Tochter sein. Verstehst du das? Und ich verlasse diese Welt wegen dem, was ich dir angetan habe. Nicht wegen dem, was du bist. Ich will nicht, dass du dich darüber aufregst, was du bist. Denn wer du bist, ist wunderschön.
Meine Liebste, diese Stadt hat furchtbare Dinge getan und wir alle, die wir hier leben, sind schuldig. Lies diesen Brief und verlass diesen Ort. Ich muss dir das alles sagen. Ich muss ganz am Anfang beginnen. Irgendwann vor Jahrzehnten wurde der Großteil der Bevölkerung von Dryce King unfähig, Kinder zu gebären. Die meisten Leute machten die Stadt dafür verantwortlich. Das Eisenerz während des Einsturzes unserer Minen in den Grundwasserspiegel. Dies war wahrscheinlich der Grund. Das ist derselbe Grundwasserspiegel, der auch heute noch das Wasser der Stadt liefert. Sie waren nie in der Lage, das Leck zu reparieren. Und das Erz ist giftig und eine Exposition verursacht Unfruchtbarkeit. Die Stadt litt und leidet immer noch stark unter den Auswirkungen. Und die Prescotts haben das Problem gelöst, das niemand lösen konnte. Es war eine hässliche, krasse Lösung, aber die meisten Menschen waren froh, als sie wieder Familien gründen konnten. Sie nahmen nämlich Mädchen, meist Frauen aus anderen Orten, schwängerten sie und gaben uns ihre Babys. Und die Stadt geriet unter die Obhut von Thomas Prescott, als er begann, einige der Babys gewinnbringend an reiche Paare zu verkaufen. Und der Sheriff half ihm dabei. Doch dann kam das hässliche Gerücht auf, dass sie an Menschenhändler verkaufen würden. Und die Prescotts mussten den dreifachen Preis für die Mädchen bieten. Und in der Stadt begannen wir zu murmeln, aber wir hielten wieder einmal alle die andere Wange hin, als die Stadt plötzlich mit Geld überschwemmt wurde, weil die Menschenhändler so gut bezahlten. Die Menschen hatten wieder gut bezahlte Jobs und waren stolz darauf, Dryce King ihr Zuhause zu nennen. Also sagten wir nichts und diejenigen, die es taten, wurden in die Berge gebracht. Denn dort machen sie es. Es gibt einen Ort auf dem Berg, wo die Frauen hingebracht wurden, Kimber. Ausreißerin und wenn ihre Eltern es wollen, manchmal werden die Mädchen aus der Stadt sogar zurückverkauft. Sie arrangieren den Verkauf der Mädchen und treffen sie an einem Baum auf halbem Weg zwischen unserer Stadt und ihrer Babymühle. Manchmal spielen die Kinder jetzt dort. Ich glaube, du hast dort auch gespielt. Die Prescotts und der Sheriff sind diejenigen, die die Mädchen schwängern. Und die Kinder werden nach ihnen benannt. P-Kinder für die Prescotts und K-Kinder für den Sheriff. Und wenn die Frauen dann zu krank oder zu alt werden, um rentable Babys zur Welt zu bringen, werden sie durch eine riesige Maschine geschickt, die zum Raffinieren von Erz verwendet wurde, und ihre Körper werden zerquetscht und das Blut und die Haut abgezogen. Und was von ihnen übrig bleibt, sind ihre gestohlenen Kinder und der Staub ihrer Knochen. Und alles, was von ihren Körpern übrig bleibt, ist das Pulver, das sie über den Berg verstreuen, um unsere Verbrechen zu verbergen. Ich erzähle dir das, Kimber, weil du eines dieser Kinder bist. Die meisten deiner Freunde sind eines dieser Kinder. Bitte verschwinde aus Dryce King, bevor dein Vater diesen Brief findet. Lauf weg und komm nie, nie wieder zurück und sprich mit niemandem darüber. Ihre Industrie ist jetzt tief verwurzelt und die Menschenhändler haben gute Verbindungen. Sag es niemandem. Behalte diesen Brief bitte nicht. Sieh nicht zurück. Ich liebe dich. Es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Wir alle müssen uns für unsere Sünden verantworten. Und ich bin absolut bereit, für meine in der Hölle zu schmoren. In Liebe, für immer und ewig, Mama.